Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Homeoffice. Liebe Zuschauer, egal von wo ihr auf der Welt uns zuschaut, hier ist die Ausgabe Nummer 406 und das sind unsere Themen für heute. Klimawandelfanatismus. Wir sprechen mit Markus Fiedler über die Ersatzreligion. Rufe nach Parteiverbot. Will man so die Opposition ausschalten? Und droht nun die Eskalation? Wir sprechen mit Thomas Röper über die neuesten Entwicklungen im Nahen Osten. So, ihr beiden, grüße euch. Hallo Frank, lange nicht gesehen. Und Markus, schön, dass wir wieder mal zusammenkommen. Zwar nur virtuell, aber ich freue mich, dich zu sehen. Hallo. Die Freude ist ganz meinerseits. Hallo, ihr zwei. Ja, genau. Kann ich das, hattest du eben noch schon was mit den beiden Hübschen gesagt? Kann ich den Satz nochmal hören? Ja, gerne, ihr Zaubermäuse. Ja, von mir auch recht herzlich willkommen hier im neuen Look im Homeoffice mit zwei hochkarätigen Gästen heute, Markus Fiedler und später sehen wir noch Thomas Röper hier in der Sendung. Ich freue mich drauf. Ja. Ja, Markus, es passiert viel in diesem Land. Wie ist denn deine persönliche Stimmung? Du bist ja auch ein medienbewegter Mensch. Du bist selber Medienmacher, aber auch ja, doch in den Medien durchaus präsent gewesen in der letzten Zeit. Wie geht's dir persönlich? Persönlich geht's mir sehr gut. Wenn du mich zu einer Prognose befragst, was demnächst kommen wird, sehe ich das eher düster. Aber das ist ja mein Berufspessimismus, würde ich sagen. Als Journalist kannst du jetzt, klar, es gibt jetzt zwei Sorten von Journalisten. Die einen sagen, es ist alles super und klickibunti und rosa. Und wir werden alle glücklich sein und nichts besitzen. Und die anderen sagen, wir werden nichts besitzen. Deswegen bin ich nicht glücklich. Na genau. Kennst du die Definition, den Unterschied zwischen Optimist und Pessimist? Ja, da gibt es doch ganz viele. Da gibt es viele, aber die ich meine, ist, der Pessimist ist der gut informierte Optimist. Ja, das heißt, je mehr du weißt im Leben, egal wie optimistisch du durchs Leben gehst, je mehr du weißt, je mehr du gelernt hast, musst du quasi zwangsläufig zum Pessimist werden. Ich weigere mich, das so zu nehmen, obwohl ich manchmal denke, ja, so falsch ist der Spruch nicht, ne? Ich bin gerade total getriggert von der Spiegelung in deiner Brille, ehrlich gesagt. Wenn du oben an die Decke guckst, siehst du aus wie die Borg-Königin, ja, wie Locutus. Mit der perfekten kreisrunden Spiegelung genau über deine Pupille. Ja, sehr, sehr, sehr geil, sehr schön. Ja, Markus. Ist diese schöne Lampe, die ich hier von so einem Billig-Discounter geholt habe, die ich jetzt immer bei mir führe für solche Notsituationen wie jetzt, weil jetzt werde ich ja gerade, deswegen haben wir den Roller runtergemacht, jetzt werde ich hier gerade von vorne von der Sonne angestrahlt. Das ist natürlich, da bin ich weiß auf einmal. Weiß ja, im Moment sieht es total knorke aus. Ja, und Markus, wir haben dich natürlich heute in die Sendung auch mit eingeladen, um über dein thematisches Steckenpferd zu sprechen. Du bist publizistisch tätig mit dem Klimathema. Du hast dafür gefühlt 300 Jahre recherchiert und gibst das in Vorträgen, Interviews und so weiter zum Besten. Und mittlerweile ist ja auch der Mainstream, GEZ-Medien sind auf dich aufmerksam geworden und haben über deine Arbeit berichtet. Ja, bist du denn zufrieden mit der Berichterstattung gewesen vom NDR? Nein, sie haben ja weniger über meine Arbeit als Publizist berichtet, sondern sie wollten das ja verknüpfen mit meiner Tätigkeit an der Schule. Das ist ja der Hintergrund gewesen. Wie darf denn so jemand auch an der Schule unterrichten? Und das ist schon, also es ist das Übliche geworden, ja. Also das war ja klar, worauf es hinausläuft. Also spätestens nachdem ich von meinem Kollegen informiert wurde, wie das Interview bei ihm gelaufen ist, war klar, in welche Richtung das laufen sollte. Und dann sind wir da mit einem großen Kamerateam aufgerückt und das fanden die gar nicht gut. Also so war es ja vorauszusehen. Ja, also die Berichterstattung lief darauf hinaus, dass sie ein sehr altes Interview inzwischen schon genommen hatten von Jens Lehrich und mir. Da war ich bei After Dark bei ihm im Interview und ich hatte dann, also sie haben sich drei Sachen rausgesucht, also die auch nur wirklich selten dämlich waren. Es gibt bestimmt Interviews von mir, die wirklich schlecht waren, ja, also wo man irgendwas dahergestottert hat, was man immer in alle möglichen Richtungen interpretieren kann. Jetzt haben sie sich gerade eins ausgesucht, wo das relativ klar war, worum es geht, und sie haben durch Schnitt die Sachen so sinnentstellt, dass es in ihr Narrativ reinpasst, was erstens nicht statthaft ist, ja, also das darfst du nicht, das darfst du nicht bei Privaten und du darfst es als Öffentlich-Rechtlicher schon gar nicht, weil du ja eine Neutralitätsverpflichtung hast, ne?
Und tja, sie haben es trotzdem gemacht. Also wir können es ja kurz zusammenfassen. Ich hatte gesagt, du musst ja noch nicht mal Reichsbürger sein. Oder ich hatte das in der Stelle formuliert, wie du musst ja noch nicht mal Romantiker sein, der irgendwie Anhänger des Kaiserreichs wäre, um festzustellen, dass Deutschland nicht souverän ist. Da gucken wir direkt nach Rammstein und dann habe ich auf euren Film verlinkt und zwar gesagt, naja, klar, also da gibt es doch den Norbert Fleischer, der hat darüber schon eine Doku gemacht und wir haben hier seit Jahren massenweise illegale Morde über die Relaisstation Rammstein. Der deutsche Staat weiß davon, die Bundesregierung weiß davon und sie tun nichts, weil sie nicht wollen oder nicht können. Das ist ein Ausdruck von nicht vorhandener Souveränität. Fertig, Punkt, aus. Ja, und das haben sie natürlich weggelassen. Ja, das heißt, also wenn man das natürlich bringen würde, dann müsste man auch bringen, dass man selber, dass die ARD ja auch schon längst dazu sehr gute Sachen gemacht hat. Zum Beispiel ist der John Götz, einer der Journalisten, der von mir hochgeachtet ist, der dazu in der ARD, ich glaube bei Panorama, eine sehr gute Reportage gemacht hat und auch noch ein Kollege von ihm, dessen Name mir jetzt entfallen ist. Also die ARD bringt selber solche Stücke. Und auch sie werfen selber dann die Frage auf, wenn auch nur indirekt, dass die Bundesregierung da nicht souverän ist, weil dann wird eine grüne Parlamentssprecherin, glaube ich, Pressesprecherin aus dem Bundestag interviewt und sie sagt dann relativ frei, naja, wenn wir da jetzt was sagen würden, dann gibt es halt Verstimmung von den Amerikanern. Also im Klartext, die Bundesregierung möchte nicht, dass da was bei Rammstein passiert und sie dulden massive Verletzungen des Artikels 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, dulden sie, weil sie Angst haben, dass es dann diplomatische Verstimmungen gibt. Ja, ja. Ne, also genau, und solche Sachen halt. Das haben sie alles weggelassen natürlich. Ne? Und da steht am Ende nur, Fiedler sagt, die Bundesrepublik ist nicht souverän und so ein Reichsbürger kann der dann im Unterricht unterrichten. Dann haben sie noch irgendeinen Professor aus Göttingen da rausgekramt, der einen absoluten Schwachsinn erzählt, ja, so ganz allgemein daher geredet und dann mir attestiert, dass ich überhaupt gar nicht befähigt wäre, irgendwie da zu unterrichten. Der hat mich nicht im Unterricht gesehen, der weiß gar nicht, was im Unterricht läuft. Die ganze ARD weiß überhaupt nicht, was im Unterricht läuft. Sie insinuieren einfach, ja. Ja. Das ist halt ein Stück, ja, aus dem Baukasten, wie wir das jetzt ja momentan immer sehen. Es ist kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk mehr, es ist noch nicht mal mehr ein Staatsfunk, denn der Vorwurf kommt ja immer wieder. Es ist ein Parteienfunk. Ich möchte da mal dran erinnern, wir hatten letztes Jahr, nämlich das ist ja hochgekocht letztes Jahr, im Funkhaus Schleswig-Holstein, auch NDR, gab es ja genau den Fall, dass ein Interview nicht gebracht wurde, weil die Intendanz interveniert hat. Das heißt, wir haben also keinen Staatsfunk, wir haben einen Parteienfunk. Das heißt, die Intendanz interveniert, weil es einer bestimmten Partei nicht zu Passe kommt, dieses Interview zu zeigen von einem Innenminister, der geschasst wurde. Und das ist also das ist noch viel, viel schlimmer als Staatsfunk. Ja, das heißt also, jetzt zuletzt ist auch eine grüne Politikerin dadurch aufgefallen, dass sie selten dämlich war und öffentlich gesagt hätte, sie hätte bei der Tagesschau interveniert und prompt ändert die Tagesschau dann ihr Programm entsprechend, wie das die grüne Politikerin haben wollte. Ich glaube, mein Schwein pfeift, könnte man sagen. Ja? Ja. Also das hat nichts mehr mit öffentlich-rechtlichem Rundfunk zu tun. Genau, und aus dieser Riege ist halt auch dieser Beitrag. Man kann sich das angucken. Wir haben in Wikihausen Folge Nummer 88, 89 und 90 haben wir das Thema jetzt durchgekaut. Und da sind dann solche Stilblüten denn, wie das dann halt die Reporterin Hensel hieß. Wie hieß sie nochmal? Ulrike Hensel, oder? Ulrike? Ja. Ist sie halt. Nee. Ursula Hensel war das. Ursula Hensel und eine gewisse Henkel, Frau Henkel war das. Angelika Henkel, ja. Also diese beiden Damen sind dafür verantwortlich für diesen Beitrag. Und die Frau Hensel war am Set und die wollte doch nicht gefilmt werden von einem Apolut-Team. Und das Lustige war, wir haben sie dann ja noch verpixelt, ne? Und dann kriege ich dann von ihr eine Abmahnung, weil wir sie verpixelt gezeigt haben. Das dürfte ich nicht, weil das doch Persönlichkeitsrechte war. Und das Lustige war, hinter den Kulissen bei uns, bei Wikihausen, streiten sich die Juristen und wir haben uns darüber gestritten, ob die Dame nicht sowieso gänzlich unverpixelt gezeigt werden darf, weil an ihr nämlich ein erhebliches Interesse der Öffentlichkeit besteht. Und sie natürlich, also sie tritt als Reporterin des NDRs auf,
Sie hat den Beitrag zu verantworten, der jetzt darauf rauskommen sollte. Und es war ganz klar, in welche Richtung das gehen sollte. Das ist also, daran gibt es ein erhebliches Interesse der Öffentlichkeit. Und wir haben sie auch nicht anders gezeigt, als sie dargestellt werden möchte, nämlich als Reporterin des NDRs. Und also, was du ja nicht machen darfst, wir haben sie ja nicht im Bikini im Garten vorm Pool gezeigt, sondern wir zeigen sie in ihrer Arbeitssituation. Und wir haben sie dann verpixelt gezeigt. Das war einfach, ein Treppenwitz, was sie da veranstaltet haben. Also gut, man kann es ja mal versuchen. Also gut, ne, das sind also die Sachen, die wir jetzt da kennengelernt haben vom NDR. Und wir machen aber noch ein bisschen weiter. Also Dirk und ich nehmen das Thema auf und werden es auch in der nächsten folgenden Sendung, die wir nächste Woche haben, das Thema nochmal weiter aufgreifen und das Ganze mal richtig sezieren. Also Dirk spricht immer von seinem rostigen Sezierbesteck und das wird er dann mal rausholen und ich werde ihm dann anreichen. Und dann, okay. Ja, genau. Dass die Berichterstattung der GEZ-Medien jetzt in diese Richtung geht, das muss man, glaube ich, nicht mehr beweisen. Das merkt man halt. Aber ist halt die Frage nach der Motivation, weil wenn man jetzt die Frage auch konkret stellen bei den Aktionen der Klimaklebern, welche Motivation steckt da dahinter? Es ist ja bei den allermeisten nicht einfach nur böswillige Absicht. Ja, manche machen es vielleicht auch für Geld, aber die meisten machen es ja wirklich aus Überzeugung. Ja? Die glauben wirklich, sie seien die letzte Generation. Die Erde ist durch den Klimawandel bedroht, die Menschheit etc. pp. Von daher muss man das, was die Motivation, die bei jedem Gerichtsprozess ja eine große Rolle spielt, ja, das Motiv, das kann durchaus über das Strafmaß entscheiden. Ja? Und wenn man den jetzt quasi keine böse Absicht, von mir aus Dummheit, aber Dummheit ist nicht strafbar, unterstellt, muss man ja schon anerkennen, okay, die haben Angst um ihr Leben. Also die sind eigentlich selber Opfer dieser Propaganda. Mhm. So, deswegen ist dort gar nicht mein Ansatz bei der Kritik, sondern, wie du es gerade beschrieben hast, solche GEZ-Beiträge, die den Menschen und vor allen Dingen den jungen Menschen oder denjenigen, die einfach aus Zeitgründen kaum Zeit haben, sich mal irgendwo näher zu informieren, was ja die meisten betrifft, denen einfach so ein einfaches Weltbild vorsetzt. Einfach ist immer gut und böse. Ja? Und böse ist halt in dem Fall der politische Gegner. Und da sehen wir, du hast das ja wunderbar beschrieben, das große Problem, es ist ein Parteienfunk. Ja, das ist eine wunderbare Beschreibung, das trifft es eigentlich auf den Punkt. Und da ist ein riesengroßes Problem. Also da müsste man quasi regulatorisch eingreifen, um dieses Problem zu lösen. Nein, es ist vorbei mit dem regulatorischen Eingreifen. Das kannst du knicken. Also es war ein Wunschdenken natürlich. Du kannst den Laden noch dicht machen. Selbst Dirk und ich, also wir beide sind ja eigentlich Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also dem Grundgedanken, der dahinter steht. Ja, der wird ja überhaupt nicht mehr wahrgenommen. Also selbst wir sagen jetzt ja, weg damit. Also das Ding ist einfach komplett vor die Wand gefahren. Da kannst du nichts mehr machen. Die Typen sind einfach... Also es ist ein Bildungsproblem. Also die Frau Hensel, muss ich einfach sagen, die hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Also sie hat sich nicht vernünftig mit den Themen beschäftigt. Ich glaube, die weiß noch nicht mal Bescheid darüber, was in ihrer eigenen Rundfunkanstalt alles zum Beispiel über die RBS Rammstein läuft. Also das merkte man auch, also an einem Beitrag. Ja, also man kann sehen, die Leute haben keine Ahnung. Es ist ein Bildungsproblem und das, was noch hinzukommt, ist, es ist ja nicht nur so, dass sie keine Beweise dafür haben, dass ich irgendwie der Reichsbürgerbewegung irgendwie anhängig wäre. Sie haben ja auch noch gegensätzliche Beweise weggelassen. Und auch nachdem wir sie darauf hingewiesen haben. Das heißt also, sie haben trotz besseren Wissens haben sie das Ding gebracht. Und dann kommt hinzu, dass sie von mir... eine Stellungnahme eingefordert haben und sie sind noch nicht mal fähig, die Stellungnahme zu zitieren. Das heißt, sie fantasieren etwas aus dem luftleeren Raum. Zum Beispiel hätten sie gesagt, also zum Beispiel behaupten sie, ich hätte gesagt, ich wäre kein Verschwörer und kein Querdenker. Erstens haben sie das nicht abgefragt. Zweitens habe ich die Begriffe niemals benutzt. In keinem Schriftwechsel mit denen habe ich irgendwas in der Richtung gesagt. Die Begriffe tauchen nicht auf. Und ganz im Gegenteil dazu würde ich mal sagen, also selbstverständlich bestehe ich darauf, dass ich Querdenker bin. Und zwar in der klassischen Form, wie man diesen Begriff benutzt und nicht in der konnotierten Form, wie wir das jetzt von dem Öffentlich-Rechtlichen bekommen haben. Es ist ein Unding, was da läuft. Also diese Leute, also wie soll ich sagen, also bei uns in den alternativen Medien sind inzwischen so hohe Standards gesetzt,
dass solche Leute überhaupt noch nicht mal die Chance hätten, hier irgendwas durch den Äther zu pusten. Die könnten bei euch nicht auftreten, die könnten bei uns in Wikihausen nicht auftreten, die könnten bei Apolut, ehemals KenFM, könnten die auf gar keinen Fall auftreten. Bei Manova und Nachdenkseiten will ich gar nicht drüber sprechen. Also die Qualitätsstandards geben das nicht her. Solche Leute würden nicht mal eingestellt werden. Aber bei den Öffentlich-Rechtlichen dürfen die was über die Rampe tragen. Du siehst, dass da Leute sind, die überhaupt nicht fähig sind, ein Thema zu durchdringen und zweitens natürlich eine Agenda haben. Und das geht nicht. Also ich lasse mich ja auch, du hast ja gesagt, ich recherchiere zum Klima. Ich lasse mich gerne davon überzeugen, dass es zum Beispiel beim Klima jetzt andere Daten gibt und dann werde ich gegenteilig berichten. Übrigens, das, was ich da berichte, sind ja nicht Daten, die sich direkt mit dem Klima beschäftigen, sondern einfach nur die Beobachtung, was wird aus Daten gemacht. Das heißt, ich beschäftige mich im Wesentlichen mit Datenmassagen. Das heißt also, wenn jemand anfängt, Daten zu manipulieren, damit sie in sein Narrativ passen. Das ist ja mein Thema die ganze Zeit gewesen. Gibt's ja neben dir einige, die da auch aufklären und die Statistiken sozusagen nicht verfälscht wiedergeben, ja, nehmen wir den Marcel Bartz oder auch Tom Lausen und so weiter, was sich da zutage gefördert hat die letzten Jahre, ist ja tatsächlich für uns jetzt überhaupt nicht verwunderlich. Es ist eigentlich die Bestätigung dessen, was wir auch schon lange sagen. Jetzt habe ich mal wieder einen Faden verloren. Warte, so, dann springe ich auf den neuen Kanal gleich in der ersten Sendung. Dann mach mal den Rollladen ganz hoch, weil das, ja. Das wird jetzt zu... Ja, mach mal, du siehst lustig aus. Cool aus, ne? Ja, und während Markus gerade seinen Hintergrund irgendwie neu platziert hat, weil das mit der Sonne nicht mehr tragbar war, habe ich über meinen roten Faden nachgedacht. Ich glaube, das ging so eben in die Richtung der Medien, beziehungsweise auch nach der Motivation derer, die dann so berichten. Es ist ja relativ faktenbefreit, ja, und wenn man das richtig stellt, da wird überhaupt nicht darauf eingegangen. Man sieht das ja jetzt bei der aktuellen Debatte um das AfD-Verbotsverfahren, was ja an sich schon mal eine Ungeheuerlichkeit ist, wenn die Tagesschau diese Debatte überhaupt erst lostritt, indem sie die Frage stellt, ist der richtige Zeitpunkt nun gekommen? Ja, und dann wird da festgestellt, dass bundesweit Hunderttausende gegen die AfD demonstriert haben, also so Pi mal Daumen ein knappes Prozent, ja, der Bevölkerung, um da einfach auch mal die Relation zu nennen. Natürlich geht da nicht jeder auf die Straße, der da ein Problem damit hat, aber hier sieht man, hier wird wieder der Fokus gerichtet, da demonstrieren Leute und in Berlin waren 250 Demonstranten. Ja, was war denn mit den ganzen Montagsdemos? Das war selbst in Hinterpforzhausen jeden Montag mehr als 250 Leute, die da 3 Jahre lang montags spazieren waren, weißt du? Da war nie eine Kamera dabei. So, und dann wird daraus damit jetzt Politik gemacht. Ja, und dann, und was ich richtig krass finde, ist, wie die Tagesschau dann framed. Ja, die Tagesschau, die schreibt dann, ja, also die Politiker, die sind sich da ja uneinig, die sind da skeptisch, was so ein Verbotsverfahren betrifft, weil sie ist ja mit dem Recht nicht so ganz vereinbart. Man kann ja nicht eine demokratisch gewählte Partei verbieten, ja. Wenn, dann braucht man da wirklich hieb- und stichfeste Begründungen und Argumente. Und weil man die irgendwie nicht hat, werden sie halt konstruiert, herbeigeredet und so weiter und so fort. Und jetzt hat man natürlich mit dieser Korrektivrecherche ja das Knallerding. So, und da schreibt jetzt die Tagesschau nun, ja, aber die Politiker sind skeptisch, ja, was das Verbotsverfahren betrifft. Aber wenn da jetzt tausende Leute auf der Straße sind, ja, so nach dem Motto, das Volk will es ja, dann sind ja die Politiker, die Regierungspolitiker so dermaßen jetzt unter Druck gesetzt, sie müssen ja dem Wille des Volkes nachgeben, ja, und dann, jetzt wird das debattiert in den Talkshows und so weiter und dann konntest du abends seppen irgendwie jetzt vor ein paar Tagen, weißt du, da hast du auf Lanz geseppt, da saß die Wagenknecht, ich guck da rein, zieht Lanz gerade über Max Otte her, so nach dem Motto, ja, dieser Typ, der ist ja irgendwie auch mal falsch rechts abgebogen und so weiter. Die Wagenknecht dort die ganze Zeit im Verteidigungsmodus, ja, weil die natürlich auch über irgendwelche Mitarbeiter da indirekt in diese Konferenzen mit reingemehrt wird. Die CDU hat ja jetzt auch immer mehr Rechenschaftsprobleme abzulegen, weil da halt eben
nicht nur AfD-Mitglieder bei solchen Konferenzen waren, sondern eben auch CDUler und so weiter und so fort. Und was dann letztlich aus einem Vortrag von Martin Sellner gemacht wird, dass dann eine neue Wannsee 2.0-Konferenz draus herbeifabuliert wird und die Tagesschau fordert jetzt endlich dem Wille des Volkes nachzugehen, zu geben und die AfD zu verbieten, ja, die in Sachsen jeder Dritte übrigens wählt, ja, also nichts mit Wähler oder Volkswille, sondern wer hier nicht erkennt, dass das Wahlkampf ist, beziehungsweise Kampf gegen die Opposition, die immer gefährlicher wird, ja, der hat den letzten Schuss nicht gehört, also es tut mir leid. Und vor allen Dingen, wer diese konzertierte Aktionen nicht erkennt, wo die ganzen staatlich geförderten Institutionen, mit Fördergeld zugeschissenen Institutionen wie Korrektiv, ja, oder der Verein Sprache bla bla bla, der das Unwort des Jahres wählt, ja, und eben die ganzen GEZ-Medien, wie die mittlerweile alle dieses parteipolitische Programm mitspielen, weil, warum auch immer, Korruption, die Leute sind gekauft oder eben die Personalauswahl über viele, viele Jahre, die dazu geführt hat, dass da eben jetzt quasi regierungstreue Leute sitzen. Und von der Antifa, von der antikapitalistischen Antifa, ja, will ich mal gar nicht sprechen. Ja, die sind ja sozusagen noch der Schlägertrupp der Regierung. Ja, das hast du gut erfasst. Viele nennen sie ja die SA-Antifa, ne? Also, ja, also das ist schon seltsam, was wir da sehen. Das haben wir auch schon selber festgestellt. Also die Antifa hat sehr viele Kennzeichen der Nazi-Schlägertrupps aus der Weimarer Republik. Ja, also das ist schlimm. Ja, und das gleiche Problem wie das ist ein Bildungsproblem. Wenn du die Leute darauf ansprichst, auf das, was sie da von sich geben, aber nach Beweisen fragst, wie kommt ihr auf eure Meinung, dass XYZ ein Rechtsradikaler sei oder was auch immer, dann können sie nichts antworten, weil sie keine Ahnung davon haben. Und das ist, Aber es hat schon eine neue Qualität hier, was man jetzt erkennen muss. Ja, das ist eine neue Qualität von Dumpfbackentum, könnte man sagen. Also die haben, also das, was wir in der Regierung sehen, ist ja das gleiche Problem. Ich hätte nie gedacht, dass solche Leute mit so wenig Sachverstand irgendwann mal in die Regierung gewählt werden können. Und mir geht es gar nicht um die Parteien. Ich habe ja selber mal dummerweise irgendwie SPD und Grüne gewählt. Ja, das war noch kurz bevor sie mit einem Angriffskrieg in Jugoslawien eingezogen sind. Ja, also ich war geschockt damals. Und das war das erste und letzte Mal, dass ich die gewählt habe. Ja. Also es ist unglaublich, was man derzeit sehen muss. Aber selbst das, was wir damals hatten, also Joschka Fischer und der Gerhard Schröder, ja, das war noch nicht annähernd so schlimm vom Intellekt her wie das, was wir jetzt sehen. Es ist ja nur noch, es sind nur noch Leute da, die überhaupt nicht verstehen, was sie da tun. Obwohl ich gerade heute von Joschka Fischer ein Zitat gehört habe im Radio, nämlich, dass Fischer die Deutschen jetzt auffordert, das friedliche Denken, also ich paraphrasiere, das friedliche Denken abzulegen. Es ist, die Welt hat sich geändert, jetzt auf Frieden zu setzen geht nicht. Frieden durch Krieg ist so das Motto, was der ehemalige grüne Außenminister gegeben hat. Entschuldigung, dass ich das mal so sage. Und, ja, und also, bevor wir da weitergehen, lass mich noch mal kurz auf diese Wannsee-Konferenz 2.0 kommen. Ich habe nämlich gestern ein Interview gehört von Hans-Georg Maaßen. Dr. Maaßen hat sich dazu geäußert, dass er da ja auch, also er hat so erklärt, die Methoden, die da angewandt worden sind, dass man da also Mikrofone und Kameras platziert hat und damit quasi fast geheimdienstlichen Mitteln da vorgegangen ist, das hat ja eine ganz neue Qualität. Und in meiner Wahrnehmung ist es dem geschuldet, dass eben dieser Ruck in der politischen Ausrichtung, dieser konservative Ruck, ich will es gar nicht als rechts bezeichnen, sondern dieser Ruck in Richtung Rationalität und quasi unser Land zuerst, ja, ich will das Wort Nationalität gar nicht mit reinbringen. Das ist eindeutig zu sehen, nicht nur in den Umfrageergebnissen im Osten, wo quasi die AfD hier schon mit vielen Prozentpunkten vorausgeht, sondern insgesamt, dass sich die Bevölkerung jetzt klar wird, dass diese Ampelregierung uns ins Desaster stürzen wird. Das ist jetzt der Kampf dagegen, der Kampf der Narrative. Man versucht alles, man zieht jedes Register,
um hier diese politische Entwicklung quasi bei den Gutbürgern unliebsam zu machen. Und ich sehe hier, wie er es auch gerade schon gesagt hat, eine wirklich vollkommen strategisch geplante Operation, dass man das im November gefilmt hat, wie bei dem Ibiza-Video 2021 in Österreich, auf den richtigen Zeitpunkt gewartet hat, das Ganze dann mit einer kompletten Aktion hintenrum noch verstärkt in die Medien durchbläst. Jede Nachrichtensendung, jede Talkshow bringt es seit einer Woche und dann natürlich auch das mediale Aufblasen von diesen Demonstrationen, die schon einiges sind, aber im Vergleich zur Bevölkerung natürlich nichts sind. Und vor allem, es wurde sogar ein Theaterstück geschrieben, das jetzt hier in diesen Tagen Aufführung hat. Also versteht ihr, das ist alles geheimdienstlich oder halt vom Staat her geplant, um den Menschen, die sich damit noch nicht so auseinandergesetzt haben, den guten Menschen, den Bürgern, die einfach nur ihr Leben leben wollen, um denen diese Brandmauer gegen die AfD noch mehr aufs Hirn zu klatschen. Das dürft ihr auf gar keinen Fall machen. Der gesellschaftliche Konsens verbietet es. Weißt du so? Ja, klar. Das ist halt die andere Meinung. Aber kurz zwei Punkte nur. In der Wahrnehmung für uns zuerst so. Die Meinung teile ich im Übrigen nicht, ja, dieses sich abschotten und dieses egoistische Denken sozusagen. Ich kann es nachvollziehen, wenn dann unsere Regierung für Hunderttausende oder teilweise Millionenbeträge irgendwelche Fahrradwege in Peru Milliarden, zur Steigerung des Östrogenspiegels irgendwie, ja, so steht das ja dann irgendwie da drin, ja, zur Förderung gesunder Maskulinität in Südafrika oder so, gehen Hunderttausende Euro deutsche Steuergelder raus. Es sind Milliarden, Frank. 60 Milliarden gehen in solche Projekte. Ja, insgesamt, ja, genau, ja. Wird das da verschrutzt. Und da kann man natürlich das Argument, ja, warum nicht hier erstmal zu Hause irgendwie Straßen sanieren, Schulklos sanieren, für die Bildungsmisere eben irgendwie was tun, also gegen die Bildungsmisere, besser gesagt. Warum nicht da investieren, ja? Da ist jede Empörung und alles absolut berechtigt. Aber der andere Punkt noch, was mich halt stört an der Berichterstattung von Korrektiv beziehungsweise überhaupt, dass das alles total nebulös und völlig unkonkret ist. Ja, da werden Behauptungen in den Raum gestellt und da wird einfach das Wort Remigration zu Deportation umformuliert. Und dann kann man natürlich auch mal klar sagen, was der Sellner da in einem Vortrag vorstellt, seine Vision, ja, das ist erstmal nichts anderes als einfach nur das. Das ist das, was Martin Sellner sagt. Ja, das jetzt umzulegen und zur Meinung der Werteunion, der AfD und jeden unliebsamen Menschen da, den man irgendwie was anhängen will, zu machen, das ist schon mal absolut absurd. So wie Markus das vorhin auch sagte, das ist unredlich. Das ist journalistisch einfach, das ist Propaganda. Ja, das hat im Öffentlich-Rechtlichen eigentlich überhaupt gar nichts zu suchen. Aber die Tagesschau in dem Fall, gibt sich als Brandstifter regelrecht her, ja. Er hetzt die Leute auf gegen die AfD. Und was soll denn das werden, wenn das eine Partei ist, die bundesweit 23% hat? Wollen wir jetzt jeden vierten Wähler sozusagen ins Abseits stellen, zum Nazi diffamieren und den dann bekämpfen? Weil was soll denn mit dem Verbotsverfahren überhaupt erreicht werden? Ja? Dass dann alle AfD-Wähler sagen, oh ja, ja, gut, jetzt, ja, pff, ne? Die werden sich das nicht gefallen lassen. Das heißt, das gießt nur noch mehr Öl ins Feuer. Und dann will ich mal noch eine Sache, Robert, ich habe dir einen Skype-Link geschickt, zu einem Artikel mit der Überschrift Bundestag verabschiedet Gesetz für vereinfachte Abschiebungen. Ach wie, da treffen die sich also, ja, die ganzen Parteifunktionäre, und dann reden die über Remigration und dann fallen da so Sätze wie von unserer Bundesinnenministerin, was hat sie gesagt? Zitat, wer in Deutschland kein Bleiberecht hat, der muss Deutschland auch wieder verlassen. Das hat die gesagt. Boah, die will also jeden, der hier irgendwie sich illegal aufhält, ins Ausland deportieren, abschieben. Ja. Beziehungsweise der Lindner, ja, der sagt dann, was sagt der? Immer dieses Live-Suchen, ja. Auf jeden Fall hat er sich ähnlich geäußert, dass man halt dass man mehr Durchsetzungskraft bei der Rückführung jener, die über kein Bleiberecht verfügen, daran arbeiten muss, ja. Also härter abschieben,
wer hier kein Bleiberecht hat, so abschieden. So, und da denke ich an die Pressekonferenz der AfD, Alice Weidel, die sich jetzt hier wegen der Entlassung ihres Referenten mehr oder weniger gerechtfertigt hat. Und die sagt auch, die AfD will natürlich das Thema Remigration angehen, und zwar mit allen ihr zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln. So, das ist ja ihr Recht, ja. Aber die haben nicht vor, dieses Recht zu beugen oder zu verlassen. Ja, das, was hier Lindner und Faeser sagen bei den Bundestagsdebatten, ja, wer kein Bleiberecht hat, muss weg, und da müssen wir hart sein, wo auch der Spiegel ja kürzlich unseren Bundeskanzler Olaf Scholz zitiert hat, ja, dass die da jetzt hier richtig durchgreifen müssen beim Abschieben. Das ist doch genau dasselbe, nur eben mit dem Unterschied, dass jetzt nicht die Massenmedien kommen und sagen, oh, der Lindner und die Faeser, das sind doch verkappte Nazis, die wollen Ausländer raus. Ja, rufen die doch. Ja, das ist ungefähr das, wenn man denen die Worte so in den Mund drehen würde. Ja, es ist exakt dasselbe. Aber die Berichterstattung ist komplett diametral. Ja? Genau, also es kommt ja nicht nur darauf an, was gesagt wird, es kommt darauf an, wer es sagt. Das genau. Ist jetzt ja das ist ganz was Neues, genau. Ja, ihr habt so viele Fässer aufgemacht, das muss man erstmal der Reihenfolge nach durchgehen. Also ihr habt angefangen mit Joschka Fischer. Also wenn ein Joschka Fischer allen Ernstes sagt, wir müssten also unsere friedliche Haltung aufgeben, das Ganze läuft auf einen atomaren Schlagabtausch hinaus. Und wir hier in Europa sind diejenigen, wo die ganzen Dinger runterfallen werden oder ein Großteil davon. Also wer sowas sagt, der ist von allen guten Geistern verlassen. Ja, das geht überhaupt nicht. Das ist ja auch das, was wir gesehen haben. Joschka Fischer als die Speerspitze der grünen Partei, die alles andere als friedensbewegt sind, sondern das ist jemand, der will Krieg. Das hat er damals gemacht, das macht er heute. Unter fadenscheinigen Begründungen. Wie war das damals, die Nummer? Die war auch äußerst geschmacklos. Massaker zu behaupten, ich habe gelernt, nie wieder Krieg, aber ich habe auch gelernt, nie wieder Auschwitz. Und dann kam so eine Nummer, dass er behauptet hätte, es gebe also KZ-artige Zustände da irgendwo in Stichwort Massaker von Ratschak war das damals, diese ja, genau. Inszenierte also, False Flag-Nummer. Erstens ja, gelogen, ja. Zweitens der Vergleich. Egal, was du machst, wenn du einen Vergleich bringst zu irgendetwas im Dritten Reich, dann heißt es wieder Verharmlosung dessen, was im Dritten Reich ist. Am Ende steht auch noch irgendwie Holocaust-Leugnung im Raum. Oder so. Aber was ist denn mit der Wannsee 2.0-Vergleich? Den ja, eben genau das, gleiche, genau das gleiche Problem. Also das ist genau exakt das, worauf ich hinaus will. Jeder andere, der sowas machen würde, der hätte sofort vielleicht sogar noch eine Anzeige am Hals, ja, dass er irgendwas verharmlosen würde. Und diese Leute entblöden sich nicht, genau das Gleiche zu machen und das so über den Äther zu tragen. Also wir können jetzt mit Fug und Recht sagen, dass das, was da im öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft und das, was sich hier einige Politiker erlauben, exakt das ist. Sie verharmlosen, ich will gar nicht auf die Verharmlosung raus, sie missbrauchen die zahllosen Millionen von Opfer im Dritten Reich für ihre Agenda. Das ist übrigens auch das, was beim Klimawandel auch immer wieder kommt. Dann wird dann also gesagt, du bist nicht Klimawandelkritiker, du bist Klimawandelleugner. Das machen sie und sogar, das steht sogar in der Wikipedia so drin, sie machen das, um auf Holocaustleugnung abzuzielen. Ja, weil Leugnung ist im Deutschen ganz klar konnotiert immer mit Holocaustleugnung. Das heißt, sie missbrauchen die zahllosen KZ-Opfer für ihre Agenda und konnotieren jemanden, der sich kritisch zum Klimawandel äußert, indirekt als Holocaust-Leugner. Ich habe ein tolles Zitat, Markus. Das ist absolut unterhalb der Gürtellinie. Ich habe da ein tolles Zitat von Michael Klonowski, Jahrgang 62, deutscher Journalist und Schriftsteller. Der hat gesagt, wer heutzutage in einer politischen Debatte den Begriff Nazi gegen wen auch immer ins Feld führt, ist aus ethischer Sicht ein Lump, aus historischer Sicht ein Verharmloser und aus intellektueller Sicht eine Null. Ich glaube, besser kann man es gar nicht zusammenfassen, wie er das da gesagt hat. Naja, es gibt ja echte Nazis. Also in der Ukraine haben wir solche, ja. Das sind ja genau die im Azov-Bataillon unterwegs sind. Da musst du den Begriff benutzen. Wir hatten zahlreiche Politiker, die auch in Amt und Würden waren und sich dann am Ende als NSDAP-Mitglied herausgestellt haben. Ja, wir haben beim Spiegel Leute gehabt, die auch aus dieser Riege kamen. Ja, also es ist, die musst du ja beim Namen nennen. Ja, aber wenn du irgendjemand aus heiterem Himmel als Nazi bezeichnest, ja, oder jetzt wie jetzt gerade geschehen, das ist nämlich gerade auch über den Äther gelaufen, da hat jetzt irgendeine, was war denn das, irgend so ein
Jungsozialisten aus Tirol oder was das war, die haben behauptet, Ken Jebsen hätte den Holocaust geleugnet. Unglaublich. Hat er nie gemacht, würde er auch nie machen. Und dass ich als das und das zweite Geschmacklose ist ja, dass sich jemand, der einen jüdischen Familienhintergrund hat, ja, dass ich dem sowas andichte, das ist nochmal doppelt unter die Gürtellinie gekloppt, ja. Aber es ist ja erlaubt, das kann man jetzt alles machen. Ich erinnere nur an Nirit Sommerfeld, die musste sich vor Gericht anhören als Jüdin, die sie als friedensbewegte Jüdin für irgendeinen Frieden im Nahen Osten sich engagiert, ja, dass die Leute sich eben nicht mal die Schädel einkloppen. Dann musste sie sich anhören, dass es doch berechtigt wäre, sie Antisemitin zu nennen. Das wäre jetzt freie Meinungsäußerung. In welche Richtung läuft das hier? Also das ist sowas von geschmacklos, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Ja, und das sind dann genau diese Typen von Leuten, die wir jetzt aus der Wikipedia rausgepult haben, zum Beispiel. Auch ein Felix, der das ja genauso gemacht hat, der immer über Bande, über Antizionismus dann halt die Leute auch mit Antisemitismus in Verbindung gebracht hat. Das war bei Nirit Sommerfeld so, das war bei Elias Davids und so. Und das ist unglaublich. Also diese Leute gehen hier straffrei aus. Und noch vor 15 Jahren war es so, dass das bei einer Jutta von Ditfurth anders aussah. Da wurde nämlich in München geurteilt, dass es eben nicht straffrei ist, wenn man einfach aus heiterem Himmel jemanden als Antisemiten bezeichnet. Ja. Und das ist, wir sehen eine stetige Umformung des Rechtsstaates in etwas anderes. Also wir sind schon drin in einem totalitären System, ja, das taucht noch nicht überall auf. Es gibt noch Restbestände von einer funktionierenden Demokratie, ja, aber das sind halt eben Restbestände. Und es geht immer weiter in Richtung Totalitarismus. Und ich muss es leider so sagen, die Grüne Partei fällt besonders dadurch auf, dass sie so viele Dogmatiker und Sturköpfe in ihrer Partei drin hat, die das auch noch befeuern. Das sind diejenigen, die uns hier in einen neuen Totalitarismus reintreiben. Aber aus deren Sicht heraus guten Motiven. Sie sind ja diejenigen, die uns retten wollen. Zum einen, die wollen uns retten vor der Klimaerwärmung, sie wollen uns retten vor Putin. Und zwar mit einem Impetus, dass die also wirklich da auch überhaupt kein Zweifel daran haben. Jüngstes Beispiel, ein AfD-Abgeordneter hat den Habeck gefragt, so nach Motto, das Geld, wo das überall hinbläst, wieso ist das Geld weg? Und dann hat der Habeck dann auch in einem richtig angepissten Ton zu diesem AfD-Menschen gesagt, ist ja sowieso, die AfD ist ja der Teufel, deswegen kann man die so ansprechen, so nach dem Motto, ja, im Gegensatz zu uns, also Grünen, haben wir, im Gegensatz zu euch, AfD, haben wir Grünen uns entschlossen, quasi die Ukraine gegen Putin zu unterstützen, weil der wird jetzt, wenn die Ukraine verliert, nämlich ganz Europa überrennen. Und deswegen geben wir der Ukraine dieses Geld. Und dieses Geld, ja, da haben Sie recht, dieses Geld ist faktisch weg. Das gibt es nicht mehr in Deutschland. Und das hat er so mit einer Selbstverständlichkeit so nach dem Motto, reg dich doch nicht auf, das ist ein höheres Ziel, was wir hier haben. Puttler steht an den Toren von Berlin. Das ist so übertrieben gesagt deren Aussage. Und genauso ist es auch mit dieser ganzen religiös aufgeladenen Deutung vom Klimawandel. Das hat sich losgelöst von der Realität. Und fällt mir jetzt gerade Zelenskys Frau ein, die in New York für 1 Million Euro übers Wochenende mal Schmuck shoppen geht. Ja, also vielleicht ist die Kohle dort. Die Schwiegermutter von Zelensky kauft sich eine Luxusvilla, dann selber noch gibt es ein paar Luxusjachten dazu. Ich meine, es gibt wohl kaum ein Land, das so korrupt ist wie die Ukraine. Das haben die Amerikaner neulich auch zugegeben, dass sie keine Ahnung haben, wo ein Großteil der Waffen hingekommen ist. Und wir reden jetzt nicht von ein paar Kalaschnikows, sondern von Stingern, von Panzerabwehrraketen, von wirklich großem Kriegsgerät, das jetzt irgendwo im Gazastreifen auftaucht oder sonst irgendwo. Ja, auch demnächst in der Fußgängerzone in Frankfurt vielleicht. Also, das ist so ein Unding zu glauben, wenn wir nur genügend Geld in dieses korrupte System reinpumpen, dass das dann uns friedlicher macht hier oder dass dann das Leben auf unserer Seite besser sein wird. Es ist wieder das Problem, es ist fehlende Bildung und wir haben leider Gottes jetzt in Staatsführungspositionen
Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, was sie da tun. Und ich glaube, also, dass sie da hinkommen, das wissen wir ja inzwischen ja auch. Da gibt es ja ein entsprechendes Paper dazu. Das hat ja auch Thomas Rüber schon erwähnt, in exponierter Position. Nämlich, dass die Amis ziemlich genau wissen, was das für Leute sind, dass die keine Ahnung haben und dass es genau die richtigen sind für ihre Agenda. Sie wollen den deutschen Staat als wirtschaftlichen Konkurrenten abwickeln, das ist ziemlich klar. Ja, und wenn sie Deutschland abwickeln, dann damit wickeln sie auch ganz Europa ab. Klar. Das heißt also, dann haben sie also sozusagen die wirtschaftliche Führungsmacht in Europa ausgeschaltet. Das sind wir ja schon lange nicht mehr. Ne? Das heißt also, wir sind ja in Europa von ganz oben nach ganz unten inzwischen durchgereicht worden, was sowohl die Einkommen als auch die Steuern anbelangt, also die höchsten Steuern, die höchsten Abgaben für Energie und die niedrigsten Einkommen im Vergleich zu den anderen. Ich glaube, wir haben doch ein paar Staaten, die hinter uns sind, aber das sind dann sozusagen die Sorgenkinder sowieso schon gewesen in Europa, ja. Und da sind wir noch. Aber wir bleiben Geberland in der EU, nehme ich ja, an. Genau. Weißt du, ich brauche da. Deswegen sage ich ja, ich habe einen Pessimismus. Ich weiß auch nicht, wie lange das hier noch so weitergeht. Also es wird demnächst kommen, genau wie in Griechenland, dass sie anfangen, Wasser zu privatisieren. Sie rücken jetzt ja den Bauern schon auf die Pelle, dass die auch nicht mehr vernünftig produzieren können. Es geht darauf hinaus, dass wir unsere letzten souveränen Nischen noch verlieren als Bürger. Aber da müssen wir eine Sache verstehen, dafür ist nicht allein die Politik verantwortlich, sondern die Politik ist in der Form eigentlich nur über Lobbyisten und so weiter gekauft, diese Politik zu machen, die letztlich den Konzernen dient. Wir steuern auf eine Konzerndiktatur, auch so ein ganz, ganz böses rechtspopulistisches Wort. Nein, das ist auch korrekt. Ja, aber es trifft es doch im Kern. Schauen wir nach da, wo es losgeht, ja, weißt du, mit der Umverteilung. Klaus Schwab und Co. Das sind ein paar wenige hundert Leute, die sich erdreisten, quasi ein Forum zu machen, was Weltpolitik macht. Wie kommen die überhaupt dazu? Ja. Genau. Das hat ja nichts mit Politik und Demokratie zu tun, sondern die kommen dazu, weil sie auf ihr Konto gucken und denken, Scheiße, habe ich viel Macht. Ja? Das drückt sich in Geldform aus. Ja, Macht. Und wenn du Macht hast, ja, dann und von Klaus Schwab dann eingeladen wirst deswegen, ja, dann gehst du dahin. Ist doch klar. Ja. Und ich denke sogar, die meisten, die da hingehen, denken wahrscheinlich, oh ja, ich beteilige mich an der Verbesserung der Welt oder an der Rettung der Welt und so weiter und so fort. Ja, das ist ja wieder das Bildungsproblem, dass sie das nicht schnallen, worum es da geht. Ne? Und sie müssten ja eigentlich nur mal ein bisschen bei uns neuen Medien einfach mal reinschauen, was die so schreiben. Ich habe selber über das geschrieben, Sie könnten bei einem Herrn Fleischhauer da mal nachgucken. Es gibt genügend Leute, die sich da ausführlich mit beschäftigt haben. Und es gibt lange, sehr gute Aufsätze dazu auf Manova, auf Apolut oder auf den Nachdenkseiten oder halt Videovorträge von euch. Ne? Aber das tun sie ja nicht. Das ist ja für die, es ist egal, wen du von den Leuten nimmst, die sich innerhalb der neuen Medien informieren. Jeder von denen hat ein Vielfaches an mehr Wissen als die Leute, die jetzt gerade an der Regierung sind. Ausnahmen bestätigen die Regel. Man merkt ja jetzt so tatsächlich so bei Sarah Wagenknecht und ein paar Leuten, also dass sie dann doch noch ein bisschen mehr Durchblick haben als andere. Aber es ist doch traurig. Also das sind die Leute, die das Land regieren. Also selbst eine ungelernte Kraft, die einfach so aus dem Volk kommt, ja, die könnte das besser machen als das, was wir jetzt gerade an der Regierung haben. Das ist aber nicht schwer. Ja, eben. Das ist ja genau der Punkt. Es ist nicht schwer. Also es ist schon fast eine Kunst, immer wirklich genau das Falsche zu tun. Ja, ja, genau. Also, ich sage ja immer öffentlich, ich wünsche mir das Land zurück zu einem Zeitpunkt, wo Willy Brandt in der Regierung war oder ein Helmut Schmidt oder auch den anderen Helmut, würde ich zur Not auch noch nehmen. Ja, die hätten das nie sowas gemacht, was wir jetzt sehen. Es ist gruselig.
Ja, und die Welt, die schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Und ja, Putin kommentiert das ja auch dann entsprechend. Wir müssen einfach sehen, dass also zum Beispiel die Politiker, die in Russland unterwegs sind, also zum Beispiel in der Außenpolitik, das sind Staatsleute, das sind Staatsmänner, die haben ihr Handwerk gelernt und die wären auch nicht dahin gekommen, wenn sie irgendwie total strunzendämlich gewesen wären. Das Gegenteil sehen wir hier in Deutschland und die wundern sich alle darüber, also die wissen, dass über Deutschland weltweit gelacht wird, ja. Und mit der Außenministerin, das ist ja nicht nur ein Fehler, den sie macht. Sie macht ja eine Reihe. Also ich müsste mir drei Kreuzenkalender machen, wenn sie mal keinen Fehler macht. So ist es. Es ist unglaublich. Kennt ihr den neuesten Baerbock schon? A ceasefire does not fall from the sky. Bitte was? A ceasefire, ein Waffenstillstand, fällt nicht vom Himmel. Does not fall from the sky. Ja. Again what learned, also das geht schon wieder rum, ja, da denkst du dir dann auch, und das ist diejenige, die 2 Jahre an der School of Economics in London studiert hat, meine 12-jährige Nachbarin, die Kleine, die kann besser Englisch wie unsere Außenministernde. Naja, ich bin ja auch, also sagen wir mal gut, ich verstehe sehr gut Englisch, das ist ja im Studium so gewesen, dass ich es lernen musste, weil ich ja auch aus englischer Literatur, Biologie zum Beispiel gelernt habe. Aber das mit dem Sprechen ist ja, da musst du ja Praxis für haben. Also, aber warum lasse ich mich dann darauf ein, dass ich in Englisch antworte? Ich würde einfach auf Deutsch antworten und dann so, sollen die anderen sich das mit dem Übersetzer zusammenklabüsern. Das ist der Charakter von ihr selber. Von der Welt gab es neulich eine Schlagzeile, unsere Außenministerin öffentlichkeitsheischend und ahnungslos. Öffentlichkeitsgeil haben sie nicht geschrieben, mir fällt das richtige Wort jetzt nicht ein, aber so nach Motto, sie will unbedingt immer eine Kamera vor sich haben, weil irgendwo muss das ganze Geld ja auch gezeigt werden, was in Kostüm und Frisur und Visagist geht, ja. Und dann natürlich aber komplett ahnungslos. Die poltert durch das diplomatische Parkett auf dieser Welt, wird von den Menschen auch als solche erkannt. Und damit wird natürlich Deutschland auch als solches erkannt, weil wenn ein Land so eine Person in diese Position hebt, dann heißt es natürlich auch etwas über die politische Kaste in diesem Land. Deutschland nimmt niemand mehr ernst. Das ist wir sind so eine Witzfigur geworden. Ja. Und trotzdem haben viele Leute in unserem Land immer noch den Glauben, dass wir was Besonderes sind. Und das sind wir nicht mehr. Das ist traurig, das festzustellen. Ich meine, wir sind jetzt alle ein paar Tage hier schon. Für die jungen Menschen, die jetzt gerade so Pubertät, Anfang 20, die können das noch nicht abstrahieren, wie das vorher mal war. Für die ist Klimakleben fantastisch, weil das ist eben deren Religion jetzt mehr oder weniger. Aber ich frage mich, wo das hingeht. Die Entwicklung ist eindeutig. Jetzt ist aber die große Frage, oder vielmehr, das geht mir im Kopf rum, können wir als Gegenöffentlichkeit, als informierter Teil der Bevölkerung, können wir da noch etwas rumreißen oder können wir in Zukunft nur noch beobachten und dokumentieren, wie das Ganze untergeht? Da habe ich eine Meinung dazu. Wir können nichts rumreißen, aber es ist überhaupt nichts irreversibel. Das kannst du noch schneller zurückdrehen, als du das jetzt aufgebaut hast. Und was mich dazu führt, ist, was du davor gesagt hast, diese Pauschalisierung, die Jugend. So, ich glaube nicht, dass man der Jugend so generell dieses Klimakleben andichten kann. Ne? Das ist nicht die Jugend. Das sind NGOs, bezahlt aus Kalifornien über, wie heißt der, Hell irgendwie, bla, die das für Geld machen. Das ist nicht die Jugend. Ist es nicht. Und die Fridays for Future-Hüpfer, sorry, die gehen da freitags hin, weil sie nicht in die Schule dafür müssen, ja, weil sie einen Grund dafür haben. Die allerwenigsten stehen doch ideologisch wirklich dahinter. Also ich glaube, der Anteil von denen, die durch die Schule natürlich in diese Richtung gedrängt worden sind, der ist auch nicht unerheblich. Ich bin mir sicher. Aber nicht in den aktivistischen Bereich, nicht so wie, oh, ich muss jetzt die Welt retten, sondern nein. Das wird von Schülern wie jeder Geschichts- und Geografieunterricht zur Kenntnis genommen. Ja, oder Markus, wie ist das? Brennen deine Schüler für egal, was man denen erzählt in der Schule? Naja, also es ist ja so, dass wir eine ganz besondere Schulform haben. Also insofern ist es schon ein Elfenbeinturm, über den ich jetzt hier reden würde.
Also erstmal nein, das beobachte ich natürlich nicht. Das ist natürlich nicht so. Und aber ich sehe ja natürlich, was an anderen Schulen läuft. Das heißt also, wenn Lehrer mit Schülern auf eine Fridays for Future Demo gehen, die Schüler aber nicht darüber informiert sind, worum es da überhaupt geht. Also ich mache das immer ganz gerne. Das ist eigentlich egal, an welcher Schule du das fragst. Das geht eigentlich durch. Wie viel CO2 gibt es in der Luft? Keiner kann es richtig beantworten. Dann werden also Werte bis 80% aufgerufen. ja, natürlich. Also das ist ja genau das Problem. Und die Schüler wissen nicht über die Tricks Bescheid, mit denen halt Naturwissenschaft inzwischen überflutet wird. Woher auch? Ja, natürlich, genau. Das mache ich ja dann. Das ist ja das, was ich auch schon öffentlich gemacht habe, also wie ich an das Thema rangehe. Das Problem ist ja als Lehrer, du musst ja einen neutralen Standpunkt wahren, und das mache ich ja auch. Das heißt also, ich zeige beide Seiten und dann ist es natürlich ein Fest, wenn man halt so etwas wie im Schulbuch auseinandernehmen kann. Ich hatte jetzt ja dieses Bioskop S2 immer genannt, das hatte ich ja auch schon mal bei Robert irgendwie im Interview erzählt, dass man einfach zeigen kann, dass im Bioskop S2 einfach großer Mumpitz drin steht. Ja, und also wenn die dann behaupten, dass die Eisbaukerne vom Vostok, also vom See Vostok, vom Südpol, dass die dafür als Beweis taugen, dass CO2 die Temperatur beeinflusst. Das Gegenteil ist der Fall, ja, weil eben halt die Temperatur um ungefähr 600 Jahre vor dem CO2 den Wert ändert. Und erst steigt die Temperatur, dann das CO2. Erst fällt die Temperatur, dann das CO2. Und das kann man natürlich nachweisen, wenn man an die Originaldaten geht, weil das Schulbuch das natürlich nicht bereitstellt. Und das ist natürlich dann für die Schüler also auch ein Erkenntnisprozess, der dazu führt, dass sie durchaus kritisch sind. Und das Schöne ist für mich dann als Lehrer zu sehen, dass Schüler bei ganz anderen Themen plötzlich kritisch hinterfragen. Also ich habe dann ein Diagramm den Schülern gezeigt, das war Neurologie. Und das Diagramm war falsch, weil da die Nullstelle falsch eingetragen war. Und das haben ein paar Schüler sofort gesehen. Und die erste Frage war, Herr Fiedler, wollen Sie uns schon wieder testen? Ja, und ich habe das nicht gemerkt. Ich denke, was ist los? Und dann erklärt das der Schüler. Ich so, oh wow, cool. Ne? Das ist das. Das sind die kleinen Lichtblicke für mich als Lehrer, dass ich sage, okay, du hast ein bisschen was beeinflusst. Also du hast die aufmerksam gemacht. Und das ist ja eigentlich das, also ich bringe den Schülern ja nicht bei, irgendwie Biologe zu werden oder Chemiker oder Physiker oder was auch immer, sondern ich bringe denen allenfalls bei, wie naturwissenschaftliches Denken funktioniert. Also wenn ich das geschafft habe, dann habe ich schon sehr viel geschafft. Und naturwissenschaftliches Denken hat nichts mit dem universitären wissenschaftlichen Denken zu tun. Sollte es eigentlich haben, aber... In der Praxis zumindest nicht. Genau, wir sehen in der Praxis, dass das Ganze pervertiert wird natürlich von einigen Leuten. Nur um mal wieder hier auf den Climate-Gate-Skandal zu kommen, da kann man sehen, wie schwer man halt solche Sachen, also oder wie massiv man solche Sachen umdrehen kann. Sodass dann was ganz anderes bei rauskommt, als das, was eigentlich rauskommen müsste, wenn ich die Daten vernünftig betrachten würde. Aber es ist schon krass. Was ich noch sehe, ist halt, weil ihr meintet, können wir das noch aufhalten? Ich glaube schon. Weil wir nehmen den Mainstream immer mehr Leute vom Kuchen ab. Das machen wir auch über YouTube, weil YouTube ist da die große Schnittstelle, auch TikTok hilft da ein bisschen mit. Die Leute werden auf uns aufmerksam. Das sind immer kleine Mengen, aber denkt bitte nicht in Jahren, sondern denkt in Jahrzehnten. Wir nehmen über die Jahrzehnte, nehmen wir den Leuten immer mehr vom Kuchen weg, weil wenn die uns einmal gesehen haben, wenn die einmal die rote Pille gelutscht haben, dann gehen die nicht mehr zur blauen Pille über. Das machen die dann nicht mehr. Es gibt ein paar Ausfallerscheinungen, wie zum Beispiel hier Gruppe 42, der, wie heißt der, Stefan Bartonek, ne? Also der, ja, das ist halt so, ne? Ach, jeder wie er will. Die wollen dann auch noch die blaue Pille wieder haben und wollen dann wieder zurück in die Matrix und dann vielleicht ein bisschen, was wir war das, ein saftiges Steak dann haben. Das war dann der Cypher, ne, in der Matrix, der das haben wollte und dann als Schauspieler wieder geboren werden wollte. Passt übrigens auch in dem Falle. So, und also das sind so, ja, also das sind so die kleinen dunklen Blicke, aber das andere ist doch eigentlich sehr licht. Und ich merke jetzt auch, also dass dieses eine Interview, was ich jetzt bei diesem HCKM-Channel da gegeben habe, das hat inzwischen 550.000 Abrufe. Und ich merke, also ich bekomme sehr viel Post deswegen. Und ich merke, dass halt die Post nicht nur von unserer Blase kommt, sondern da kommen andere Leute. Das heißt also, wir haben viel, da ist viel Resonanz aus einem Lager, die halt die ganze Zeit schon gezweifelt haben. Und da schreiben mir sehr, sehr viele Leute, ich habe immer gewusst, da stimmt irgendwas nicht. Jetzt weiß ich, was nicht stimmt. Ne?
Und ich habe ja im Interview extra das angegeben, dass ich sage, ich mache hier nur einen kurzen Überblick und das mache ich jetzt auch nur. Und ich sage, guckt euch nicht dieses Interview hier an, was wir jetzt gerade führen, sondern guckt in die Texte, die ich geschrieben habe. Also zum Beispiel das nicht passende Klimapanik-Puzzle bei apolut.net. Schaut euch das an. Ihr braucht nur meinen Namen in die Maske einzugeben, dann seht ihr alle Artikel, die ich zum Thema Klimawandel geschrieben habe. Das sind inzwischen, glaube ich, 6 oder 7 an der Zahl. Und da kann man, das Ganze hat einen riesen Fußnotenapparat. Das ist alles bequellt. Und auch die Kollegen. Der Herr Fleischhauer, der das macht, der hat auch einen riesen Fußnotenapparat. Und dann guckt da rein, ne, und schaut, ob das, was wir erzählen, ob das echt ist oder ob wir dann Fehler gemacht haben. Und wenn dann ein Fehler drin ist, bitte den Fehler zurückmelden, weil wir korrigieren das dann im Zweifelsfall. Und das ist also, wie gesagt, wir haben hier bei den neuen Medien inzwischen einen so hohen Standard, was die Qualität anbelangt. Da kommen die Öffentlich-Rechtlichen im Leben nicht mehr ran. Jeder von uns könnte sich in eine Talkshow bei den Öffentlich-Rechtlichen setzen und wir würden die an die Wand reden, weil wir mehr Ahnung im Kopf haben, als das, was die selbst mit ihren ganzen Beratern zusammenkriegen. Ja, mit dem Klick auf die Uhr, ja, und mit den Sprechgesängen im Chat, ja, wir wollen den Röper sehen, würde ich einfach sagen, wir holen Kommt mal unseren zweiten Gast jetzt dazu und wechseln da wahrscheinlich mal dann thematisch in die große, weite Weltpolitik, oder? Machen wir das, Machen wir genau. das. Und ich kann ja mal, ich muss ja, glaube ich, den Roller Genau, du runterholen. musst Das noch geht gar was nicht für anders. dein Das ist Licht- und unglaublich. Schattenproblem tun, ne? Das ist Bis Licht und gleich. Schatten. Genau, Licht und Schatten ist das Thema. Bin ich wieder da. Ja, und dann ist auch Thomas mit dabei in unserer Runde und ich sehe, du hast deine Renovierungen abgeschlossen endlich, oder? Ja, noch nicht ganz, aber doch schon mal so, dass ich jetzt gemütlich sitzen kann, hier nicht mehr in der engen Küche. Ich habe jetzt Okay. ein schönes Büro. Wunderbar, wunderbar, großartig. Ja, Thomas, danke, dass du die Runde hier ergänzt. Wir sind schon weit gekommen in unseren Themen. Was habe ich verpasst? Grünbashing, ja, mehr nicht eigentlich. Ja. Wir Wie? haben die guten Grünbashing Themen. ohne mich? Genau, Die wer hat das erlaubt? internationalen Themen haben wir jetzt uns aufgehoben. Aber in den Geschäftsbedingungen steht Grünbashing nur mit Röper. Ja gut, dann gib halt deinen Senf gerne noch Ich dazu. weiß ja nicht, was ihr gesprochen habt, ich war nicht Dann sind die dabei. 2 Stunden auch so voll. Die Die Vollpostinnen. ist eine Premiere. Euch beide hatten wir auch noch nie gleichzeitig in der Sendung, aber passt ja ganz gut. Wir sind alle mehr oder weniger da überzeugt davon, dass wir in einer Parallelwelt angekommen sind und Schwierigkeiten haben, in die anderen Welten reinzustechen. Also Thomas, ich weiß nicht, wie viel du mitkriegst aus den Ereignissen der letzten Tage und Wochen jetzt hier seit der Wannsee-Konferenz 2.0, so wie es geframed wird. Wie wird das in Russland wahrgenommen, dieser verstärkte Kampf gegen vermeintlich rechts? Wie ist das jetzt für dich in der Wahrnehmung aus der Ferne? Die Russen, die wissen davon gar nichts. Also wenn ich da nicht mal ab und zu auf meiner russischen Seite darüber geschrieben hätte, das interessiert die Russen nicht. Ich meine, die Kampagne ist so offensichtlich. Es ist so offensichtlich, dass sie die AfD klein machen wollen, weil sie ihnen zu stark wird und Wahlen anstehen. Europawahl demnächst und so weiter. Ja, also was sollen die Russen dazu sagen? Die Deutschen spinnen, also die Politiker da spinnen, das wissen die Russen schon länger. Dann deine eigene Einschätzung, vor allem in Bezug auf, da wird jetzt ein Theaterstück vielleicht aus dem Hut gezogen, man hat gewartet bis zum richtigen Zeitpunkt, das haben wir alles vorhin gerade schon mal besprochen. Wie nimmst du das jetzt wahr? Warum diese konzertierte Aktion? Was ist da jetzt quasi, warum so stark jetzt auf einmal? Wie ich sagte, die wollen die AfD klein halten. Also muss man darauf achten. Wir hatten in den letzten Jahren immer wieder, wenn Wahlen anstanden, wichtige, kam so eine Woche vorher irgendwas in den, oder 2 Wochen vorher. Ob das jetzt Ibiza war bei der Europawahl, wo sie die FPÖ platt gemacht haben, ob das was auch immer war, ob das bei Bayern der Aiwanger war mit seinem Schulzettel, oder ob das jetzt in Vorbereitung auf die Europawahl schon mal die Wannsee-Konferenz da ist und was die dann noch rauskommen. Warte mal ab, zur Wahl kommt noch mehr. Das geht einfach darum, sie wollen diese Parteien, vor denen sie Angst haben, klein machen. So, das ist das, worum es geht. Und das ist in meinen Augen absolut offensichtlich. Die Medien springen alle auf das gleiche Spiel. Und lass uns das mal kurz, ich habe da schon einen Artikel auch drüber gelesen vom Juristen. Juristisch ist nichts passiert. Was die gemacht haben, war Meinungsfreiheit. Du kannst die Meinung gut oder schlecht finden, aber es war jetzt kein Angriff auf die Verfassung. Zu sagen, dass wir Leute, die sich nicht integrieren wollen, aus dem Land haben wollen, ist eine legitime Meinung, die darf man haben. Das sagt ja auch Faeser, Lindner und Scholz.
Genau, so. Und jetzt regen sich auf über Remigration von deutschen Staatsbürgern. Auch da möchte ich daran erinnern, es gibt durchaus Länder, in denen man Menschen für falsches Benehmen die Staatsbürgerschaft entziehen kann. Und Russland. ich würde die Staatsbürger in Russland, glaube ich nicht. Da muss es ein bisschen schwieriger, aber ist egal. Geht auch theoretisch. Aber ich zum Beispiel, wenn ich jetzt einen russischen Pass beantragen würde, würde ich automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft verlieren. Ja, also wer einen ausländischen Pass beantragt, das ist Deutsche los. Von daher, wenn man jetzt zusammennimmt, Deutschland hat erstens kein Geld, zweitens haben sie ein Riesenproblem in der Migration, das geben sie inzwischen zu. Drittens kosten die Migranten über 30 Milliarden. Viertens ist jeder zweite Bürgergeldempfänger ein Migrant. Fünftens haben wir ein Kriminalitätsproblem. Dann ist das eine Meinung, die man diskutieren darf in einer freien Gesellschaft. Aber die Medien framen es anders und versuchen, die AfD damit in eine Nazi-Ecke zu stellen, was sie mit dieser Geschichte aber nicht ist. Ja, und man muss ja dazu sagen, derjenige, der die Ideen dort vorgestellt hat, ist ja gar kein AfD-Mitglied. Ja, es ist ein Ja, gut. Österreicher, der mal Kopf der identitären Bewegung war oder ist, ach, keine Ahnung, aber mit der AfD erstmal gar nichts zu tun hat. Da würde halt erstmal wieder eine Kontaktschuld hergestellt. Ja, und Richtig. dann wird der Fokus auf die AfD gelegt, obwohl dort auch FDP und CDU-Mitglieder waren. Ja, komisch, ne? Ja gut, der wird ja bei der CDU jetzt irgendein Typ rausgeschmissen aus der Partei, deswegen. Also es ist Zirkus. Also es ist, wie gesagt, es ist genau das Gegenteil von dem, was sie uns erzählen. Sie erzählen uns, die AfD greift die Demokratie an. Es ist umgekehrt. Wer die Meinungsfreiheit, die freie Diskussion so angreift, wie sie es gerade machen, Regierung und Medien, der greift die Demokratie an. So rum ist es, so wird ein Schuh draus. Oh, sehr gut. Ja, Sehr gut. ist nun mal so. Weil das Problem ist, man darf erstmal jede Meinung haben, solange sie nicht in irgendeiner Form volksverhetzend ist. So, und das ist diese Meinung nicht. Die Meinung ist objektiv basiert. Wir haben Probleme mit den Migranten und da muss man überlegen, wie man sie löst. Und eine Möglichkeit ist die. Warum meckert eigentlich keiner über England, wo sie jetzt alle illegal nach Ruanda abschieben wollen? Warum meckert keiner, und das ist jetzt auch ganz fiese Remigration, warum meckert keiner über Lettland? In Lettland schieben sie jetzt gerade alle ethnischen Russen ab, die erstens sowieso Nichtbürger sind, also ne, obwohl sie da ihr Leben lang leben, die Staatsbürgerschaft nicht wirklich vollgekriegt haben. Und jetzt mussten die Sprachtests machen und wer die nicht besteht, fliegt raus. Die schieben gerade Rentner ab, 80-Jährige, bringen sie im Rollstuhl an die Grenze, schieben sie rüber nach Russland und sagen viel Spaß. Das Beispiel von dem Rentner, der Warum eine meckert da Stunde keiner? Zeit hatte, um seine Sachen zu packen, hast du das auf dem Schirm? Ja, klar. Ich habe gerade dem Robert was geschickt. Das ist als Ergänzung zu dem, was Thomas gerade gesagt Kannst du hat, es mir auf damals zu Telegram schicken, weil sonst, du weißt habe schon. ich ja auf Telegram geschickt. Nein, du hast Hier es im Chat ist was gekommen. im Okay. Zoom-Chat hast du es geschickt, deswegen. Ja. Ach so, alles klar. Also Ich schick's okay. mir auf Wir Telegram, sehen es alle. ja. Wenn du deine Liebesbriefe schreibst, musst du aufpassen, wohin. So, jetzt habe ich es dir auf Telegram Aber geschickt. nochmal, Thomas, das Beispiel von dem 18-jährigen Russen, der aus Lettland ausgewiesen wurde. Eine Stunde hat er Zeit bekommen von den Behörden, um seine Sachen zu packen und musste das Land verlassen. Ja, und das ist nicht der Einzige. Jetzt sind sie gerade dabei, das gleiche mit einer blinden Frau, ich glaube 72 ist die, zu machen. Das wird da durchgezogen. Und die Leute, wie gesagt, ne, Geschichte ist Geschichte. Die Sowjetunion, die haben da gewohnt seit Jahrzehnten. Ihre Familie ist da in Lettland. Und jetzt sagt Lettland, ja, aber der 82er hat kein Lettisch gelernt, so raus. Obwohl der dann wirklich ethnisch wohnt. Geschichtlich, historisch. Ja, das ist nicht irgendeiner, der zugewandert ist vor 7 Jahren und dann irgendwie einen Pass gekriegt hat. Also, aber da meckert keiner. Das geht unterm Schirm, das wird nicht gemeldet. Aber wenn die AfD sagt, wer sich nicht integriert, muss raus. Dann Ja. werden Deportationen unterstellt, geplante. Ja, Ja, wobei das ja nicht und mal das ist ja auch so ein Deportation. Sprachgebrauch. Das Wort Deportation impliziert natürlich noch bei uns viel, viel mehr. Ja, wir denken dann gleich, da geht es direkt ins KZ. Und das allein nur subtil zu unterstellen, haben wir vorhin schon festgestellt, das ist eigentlich sittenwidrig. Es ist unlauter und es ist nicht nur schlechter Journalismus. Ja, es ist noch viel Das ist schlimmer. Hetze. Das Journalismus. ist blanke Hetze. Shame-Kampagne. Alleine der Hinweis darauf, dass dieses Treffen dieses private Treffen, wo auch Martin Sellner da war, in der Nähe war von Potsdam, wo ja damals die Wannsee-Konferenz stattgefunden hat. Alleine das Unglaublich. Insinuieren, dass damals etwas war, das ist so Nun, übel, das ist so schlimm, der echt. Scholz wohnt da in Potsdam in der Nähe von der Wannsee-Konferenz. Ob wir das mal Wow. thematisieren sollten? Oh, wow. Hat Scholz vielleicht damit den Holocaust geleugnet, weil er in Potsdam wohnt? Weißt du, es wäre der gleiche Schwachsinn, wenn man das argumentieren möchte, so, ja. Und zack, ist er eingefroren. Guck mal. Also die Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg 1984 in Apeluth. Da habe ich mal so einen Text geschrieben, der sich dann also mit
auch mit der freien Meinungsäußerung beschäftigt und mit dem, was wir hier als Medien machen, was die Landesmedienanstalt so macht. Und da habe ich zwei Zitate drin und ein Zitat wiederholt sich bei mir immer wieder, weil sich daran quasi meine gesamte journalistische Arbeit abarbeitet. Und das, was Thomas gerade gesagt hat, ist genau das, was da drin steht. Es geht um das Lüth-Urteil. Das ist eines der allerersten Bundesverfassungsgerichtsurteile, Bundesverfassungsgerichtsurteil 7. Und da gibt es ein tolles Zitat drin und ich zitiere jetzt direkt: Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ist als unmittelbarster Ausdruck der menschlichen Persönlichkeit in der Gesellschaft eines der vornehmsten Menschenrechte überhaupt. Für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung ist es schlechthin konstituierend, denn es ermöglicht erst die ständige geistige Auseinandersetzung, den Kampf der Meinung, der ihr Lebenselement ist. Das ist auch ein Zitat aus Bundesverfassungsgerichtsurteil Nummer 5. Es ist in gewissem Sinne die Grundlage jeder Freiheit überhaupt. Und einmal heben Sie auf die Deklaration der Menschenrechte aus, nach der Französischen Revolution 1789, und einmal auf Cardozo, das ist The Matrix, the indispensable condition of nearly every other form of freedom. Das heißt, wir haben hier eine durchgehende Rechtsprechung. Dieses Urteil, das Lüth-Urteil, ist über 1000 Mal bis zum vorletzten Jahr, glaube ich, zitiert worden in der deutschen Rechtsprechung. Das ist gängige Rechtsprechung. Und das, was Thomas gesagt hat, stimmt genau. Das heißt, jemand, der die Hand an die freie Meinungsäußerung legt, legt die Hand an die Demokratie und nicht andersrum. Ja, sehe ich absolut genauso. So, weil Frank gesagt hat, hier darf man rauchen, mache ich das jetzt, mir alles egal. Ja, nee, wie gesagt, Markus, das ist genau das, was ich meine. Und das ist das, was schief läuft und was schon lange schief läuft. All diese ganzen Geschichten, die so kommen, Kontaktschuld, wer bei wem auf der Bühne war, wer auf einer Bühne war, wo vor 15 Jahren mal einer war, wer mit wem gesprochen hat und so weiter und so fort. Dieses ganze Thema, es geht nur um Ausgrenzung von nicht gewollten Meinungen. Das Einzige, was mir Mut macht, und zwar nicht jetzt, weil ich irgendwie die AfD unterstütze, ihr wisst alle, ich unterstütze gar keine Partei in Deutschland, halte ich alles für Schwachsinn, aber der Punkt ist, sie versuchen, Meinung zu plätten. Und was mich freut, ist, dass es anscheinend nicht mehr funktioniert. Bei Aiwanger haben die Freien Wähler Zulauf bekommen, nachdem diese völlig plumpe Geschichte in den Medien aufgezogen wurde. So, die AfD, ob man sie mag oder nicht, aber sie hat keine Umfragewerte verloren, weil es den Leuten inzwischen wurscht ist. Also selbst Lieschen Müller, die eigentlich von Politik und so keine Ahnung hat, spürt inzwischen intuitiv, dass wenn solche Schmierenkampagnen kommen, dass die irgendwie Blödsinn sind. Glaubt ihr, dass die Kampagne dann nicht verfängt, weil doch recht viele auf den Straßen sind, prozentual natürlich wenig im Vergleich zu 80 Millionen, aber in der Wahrnehmung, und das ist ja das, was trägt in der Gesellschaft, die mediale Wahrnehmung, ist der Kampf gegen Rechts jetzt zu neuen Höhen aufgeschwungen. Also, ja, gut, die Medien würden das immer machen. Ich habe einen Spiegelartikel, ich habe irgendwo darüber geschrieben, vor ein paar Tagen, da habe ich einen Spiegelartikel zitiert. Der hat so sinngemäß die Überschrift: Die schweigende Mehrheit schweigt nicht mehr oder steht auf oder irgend so ein Scheiß. Ja, eben. Da haben sie berichtet über eine Veranstaltung in Hamburg mit 2000 Leuten. So. Okay. Also das heißt, die können auch aus jedem Furz, vier Leute mit Plakat, machen die eine Demo gegen rechts. Und wenn Hunderttausende gegen Corona laufen, sind das 18.000 Leute für die. Also das heißt, wie die Medien bescheißen, ist das nun nicht neu. So, das ist Manipulation. Wissen wir, und die Medien werden es tun, aber dass da jetzt in Deutschland 20.000 Leute von mir aus an einem Wochenende unterwegs waren und sagen, die AfD ist scheiße. Ja gut, ich finde auch 20.000 Leute, die sagen, die CDU ist scheiße. Was ist jetzt das Problem? Ich muss nur genug trommeln. Und genügend Kameras. Wahnsinnig. Und genügend Kameras dastehen haben. Ja, ja klar. So. Und dann muss ich natürlich nur die Leute filmen, die was Vernünftiges sagen. Und wehe, es kommt jetzt eine Demo gegen weiß ich was, Corona, dann filme ich die vier Idioten, die ich finde. Das apropos, ist ja alles, habt ihr es mitbekommen? In Berlin gab es eine Anti-AfD-Demo, die gekapert wurde von Pro-Palästina-Aktivisten. Und da gibt es ein sehr lustiges Video drüber, wie sich die Organisatoren furchtbar aufregen. Das hat jetzt nichts mit unserer Demo zu tun, das gehört hier nicht her. Und dann stimmen die pro-palästinensischen Demonstranten natürlich in so einen Chor ein: Free Palestine und Fahnen schwenkt und Palästinenserschal und große Aufregung auf Seiten der AfD-Gegner, dass das ja gar nicht geht, mehr oder weniger. Also man merkt meine gewisse Schadenfreude raus jetzt hier gerade so, ja. Es ist irgendwie bezeichnend auch für diese ganze Demonstrationskultur. Also wir sehen es ist auch lustig, wenn die jetzt eine große Demo gegen rechts machen, die groß bewerben,
Und dann macht niemand Werbung, wahrscheinlich irgendwelche Telegram-Kanäle, und dann kommen die ganzen Palästinenser angelaufen und sind mehr als die Anti-AfDler. Natürlich. Ist auch eine Aussage. Nee, das waren nicht mehr. Es waren schon insgesamt viel, viel mehr, aber halt die Demo wurde gekapert. Ja? Das waren ein paar hundert Pro-Palästinenser gegen viele tausende AfD-Gegner, und in der medialen Wahrnehmung wird es dann halt so gesehen. Aber ist ja wurscht. Es geht nur darum, dass diese Qualität in dem Kampf gegen die AfD in meiner Wahrnehmung eine neue Stufe erreicht hat. Und, Nein, das ist die Stufe, die in den Medien gezündet wird. Aber sie haben keine Kampagnenfähigkeit mehr. Um auf meinen eigenen Fall zurückzukommen, ihr beide habt euch darüber unterhalten, Thomas und du, Robert. Also der Spiegel macht einen Artikel auf zum Thema der böse Reichsbürger Fiedler an der Schule. So. Das ist also erstens erlogen, und zweitens, die Frage war, wie viele Leute sind denn bei uns auf die Homepage gegangen von der Schule? Und haben dann da mal geguckt, was da los ist. Oder böse Briefe geschrieben. Genau. Wie viele Leute waren bei uns auf der Homepage? Jetzt dürft ihr mal raten. 15. Nein, weniger. Ich hätte auf 12 getippt, tatsächlich. Also mein Kollege konnte es nicht genau sagen. Wir waren also irgendwie zwischen 3 und 8 Leuten oder was das da war. Das heißt also, der Spiegel-Artikel hat, also weil er ja auch hinter der Bezahlschranke war, hat überhaupt keine Kampagnenfähigkeit entwickelt, gar nichts. Also selbst ein Artikel von einer Zeitung, die dann hinterherkam, da aus der Region von Hintertupfing, da waren dann ungefähr 1000 Leute auf der Homepage. Also selbst die haben mehr Kampagnenfähigkeit als diese großen angeblichen Leitmedien. Leitmedien auch in diesem Falle bitte mit D. Mit D geschrieben, mit D. Ja. Mhm. Ja, genau. Also wir sehen, also sie versuchen eine virtuelle Realität zu erzeugen, die aber nicht mehr greift. Die Leute nehmen das wahr, dass den Medien nicht zu vertrauen ist. Und ich habe es gesagt, wir von den neuen Medien ziehen langsam aber sicher die Leute von diesen alten Medien ab. Und wenn die einmal bei uns gelandet sind, einmal die rote Pille genommen haben, dann gehen die allermeisten davon nicht mehr zurück. Das ist die geilste Nachricht der Woche, dass diese Kampagne, diese Hetzkampagne gegen dich eigentlich komplett fürs Gesäß war. Das ist ja großartig. Ja. Aber also fürs Gesäß nicht ganz, weil also der Spiegelartikel war ja der Aufhänger für die nachfolgende Aktion des NDRs. Ne? Also der hat dann schon ein paar Leute erreicht. Aber das Interessante war auch, dass also der NDR, also dieser Beitrag lief in dem Regionalprogramm bei Hallo Niedersachsen. Und wir von Wikihausen haben ja auch aufgrund eurer Werbung, also Thomas, vielen Dank, das erste Mal, haben wir ungefähr 110.000 Views, glaube ich, jetzt auf diese Sendung Nummer 88. Übrigens auch die 88. Oh, Code, ja. Haben dann viele gesagt. Also das heißt, also mit unserer Zuschauerzahl liegen wir ziemlich genau in der Dimension, wo der NDR auch mit seinen Zuschauern liegt. Das heißt also, da gab es sehr, sehr viel böses Blut, weil natürlich die Leute, die sowohl den NDR gesehen haben als auch unseren Beitrag, bitterböse Briefe an den NDR geschrieben haben. Und das haben sie natürlich sogar noch in ihrer Sendung verwurstet. Also, dass es da eine Morddrohung gegeben hätte. Ja? Also, was ich nicht glaube, das halte ich für einen groben Unfug. Aber dass es da entsprechende Reaktionen drauf gegeben hat, das glaube ich schon. Das heißt, die sind mit Sicherheit mit Mails überflutet worden. Und wir haben übrigens nicht dazu aufgerufen, Mails zu schreiben. Das haben die Zuschauer diesmal von ganz alleine gemacht. Naja, wütende Mails werden dann als Drohung ausgegeben, weißt du so. Ja, das ist ja auch, Hanebüchen. Also da ist ja auch, die sind ja immer maximal empört darüber, dass sie Mails bekommen. Ich erinnere nur an diesen grünen Bürgermeister aus H, den wir als Denunzianten in der Wikipedia enttarnt haben, beziehungsweise auch als solchen benannt haben, weil er sich nämlich an Elias Davidson vergriffen hat. Ja, und dann hat er Mails bekommen, die er als Drohmails verfasst hat. Und wisst ihr, was die Drohung war? Da hat jemand gedroht mit dem Rechtsstaat. Und zwar hat gesagt, also wenn das, was Sie hier machen, das ist garantiert anzeigbar und ich werde Sie deswegen anzeigen und wegen übler Nachrede und Verleumdung. Das heißt also, da droht dem Bürgermeister jemand mit Rechtsmaßnahmen und das empfindet er als Drohung. Ja, wenn er das als Drohung empfindet, dann wird er ja auch wissen, wo er steht. Also ist ja unglaublich. Unglaublich. Ja. Thomas, hier. Lass uns gerne nochmal wie gesagt, in den Nahen Osten blicken, wo sich ja auch die Ereignisse ein bisschen überschlagen. Was kannst du uns denn aktuell zusammenfassen? Du beschäftigst dich mit den Themen, du bist wahrscheinlich am besten informiert, wie immer. Ja, im Nahen Osten
gucke ich mir gerade an. Also es eskaliert offensichtlich. Also wenn wir jetzt angucken, also die ganzen Ideen der USA, sie hauen jetzt auf jedem drauf. Also erstmal muss man wissen, was macht jedem, was machen die Houthis? Die greifen nicht wahllos Schiffe an, die da vorbeifahren. Ja, wie uns ja suggeriert wird, der ganze europäische Handel ist jetzt in Gefahr und so. Sie greifen konkret Schiffe an, die nach Israel fahren. Also westliche Schiffe, die nach Israel fahren. Es geht ihnen also darum, dass sie Israel bekämpfen wollen. Israels, ich sage es jetzt so, wie es ist, wie ich sehe, Völkermord in Palästina. So, das heißt aber im Klartext, zum Beispiel, was ich, russische, chinesische Schiffe fahren da wunderbar vorbei. Die greift keiner an. So, jetzt haben die Amerikaner und Briten da angefangen zu bombardieren. Was ist das Ergebnis? Jetzt werden auch gezielt amerikanische und britische Schiffe angegriffen. So, das ist das eine. So, jetzt ist der Iran als Unterstützer von Jemen. Da könnte es dann zwischen Iran und USA knallen. Und jetzt hat der Iran zugeschlagen. Der hat nämlich auch noch, da gab es ja den Terroranschlag auf die Trauerfeier von Soleimani, diesen General, den die USA in Bagdad 2020 in die Luft gesprengt haben. Da gab es eine große Trauerfeier zum Jahrestag. Da gab es einen Anschlag, ich glaube 70 Tote. 4 Jahre her, unfassbar. Ja, Zeit läuft. So, da gab es 4 Tote und dann hat der Iran gesagt, das waren jetzt Terrormilizen und gegen die gehen wir vor. Sie haben sie also erstmal Positionen im Irak bombardiert. Nicht sehr intelligent, weil sie eigentlich mit dem Irak ganz gut befreundet sind. Der Irak ist jetzt stinksauer. Und dann haben sie auch noch, weil sie jetzt noch nicht genug hatten, haben sie auch gleich noch was in Pakistan bombardiert, was die Pakistanis gar nicht gut finden. Also das heißt, auch da kommt jetzt Instabilität rein. Die Iraker fordern jetzt offen und dringend den Abzug der amerikanischen Truppen aus dem Irak. Die Amerikaner haben anscheinend auch schon eine ihrer Basen in Syrien, wo sie ja illegal sind. Ne? Die besetzen ihr syrisches Gebiet. Die Ölquellen klauen das syrische Öl über Irak. Haben jetzt auch da eine Basis geräumt. Also da ist viel in Bewegung. Mal gucken, wo es hingeht, aber es ist viel in Bewegung. Im Augenblick kann das dann wirklich an jeder Ecke knacksen und knallen. Geh doch mal auf Pakistan bitte ein, weil Pakistan ist meiner Kenntnis nach eine Atommacht. Da bin ich dann doppelt aufmerksam, wenn ich höre, dass die sich jetzt in einem Clinch befinden mit einem anderen Land. Warum hat jetzt Iran Pakistan angegriffen? Was kann denn da der Grund gewesen sein? Schwelt Die es haben schon auch lange gesagt, die haben oder? gesagt, da ist ein Lager von Terroristen gewesen, die mit dem Anschlag zu tun haben. So, die Pakistanis finden das nicht witzig, dass da bei ihnen bombardiert wurde. Ich bin da jetzt, da bin ich jetzt nicht genug drin, um zu sagen, ist das so, ist das nicht so. Also die Iraner sagen, dass diese Terroristen teilweise aus dem Ausland agieren und sie haben im Irak und Pakistan deren Basen angegriffen. So, das ist das, was der Iran sagt. Lass ich so stehen, weil ich jetzt da nicht genug drin bin, um das zu beurteilen. So, Pakistan hat dann auch irgendwelche angeblichen Terrorziele im Iran angegriffen. Also so richtig gut ist das nicht, was da läuft. Aber wie gesagt, das kann sich enorm ausbreiten und zwar anders als viele dachten. Das kann also Flächenbrand ganz anderer Natur werden, was da im Nahen Osten läuft. Und ja, ich Dass dann spekuliere nur Israel ungern, wenn das quasi, so viel ist. dass Israel quasi eher so ein Nebenschauplatz wird zu dem eigentlichen Flächenbrand, der da unten hochgehen kann. Ja, du, ich weiß wirklich nicht, wo es hingeht. Also da können verschiedene Fronten gezogen werden. Interessant finde ich, dass die Saudis bisher stillhalten. Die haben sich ja auch nicht mit den Amerikanern solidarisiert. Übrigens, wir hatten das in der Tacheles-Sendung, da hast du gesagt, die Amerikaner hätten saudische Luftbomben geflogen. Ich glaube, das war nicht so, als sie Jemen bombardiert haben. Die kamen irgendwie so von Zypern und so. Ich glaube, die sind da rumgeflogen. Aber gut, will ich mich nicht festlegen. Oder die Briten sind von Zypern gestartet mit ihren Taifuns. Also auf jeden Fall, die Saudis halten still, das finde ich sehr interessant. Mal gucken, wo das hingeht. Also es ist ganz spannend, und zwar nicht gerade im positiven Sinne. Also das Jahr ist recht jung. Wir sind Mitte der ersten Januarhälfte oder Mitte Januar und wir haben schon Ermordungen, wir haben schon Attentate, wir haben schon Grenzkonflikte und so weiter und so fort. Also da ist Musik drin. Da kann auf jeden Fall, und ich sage das jetzt so in einem Nebensatz oder so, aber ihr wisst, was ich damit meine. Das ist also Grund zur Besorgnis, auch wenn ich mir das nicht ungern auf die Seele lade. Also man muss gucken, man muss da hinschauen, aber man darf sich deswegen auch nicht runterziehen lassen. Das ist ganz wichtig. Ich kenne nämlich Menschen, die einen riesen Bogen um all diese Themen machen, weil sie so bedrohlich wirken. Aber das ist, finde ich, auch falsch. Du kannst ja nicht einfach wegschauen und es dann dadurch ungeschehen machen, ja. Sondern, Kugel Strauß, Kopf in Sand. ja, eben, das Hilft nicht wirklich. hilft nicht wirklich, genau. Ja. Hilft nicht wirklich. Nee. Ja, gut, also hast du recht mit dem, was du sagst. Ich erinnere mich wieder immer gerne im Januar traditionell an unsere erste Tacheles-Sendung 2020, als wir sagten, also schlimmer als 2019 kann es nicht werden. So, und irgendwie wurde es danach jedes Jahr noch bekloppter. Also
Ja, ich hoffe, dass dieses Jahr mal aus der Tradition ausbricht, aber bisher sieht es nicht so aus. Lass uns noch mal kurz nach Davos schauen, weil Frau von der Leyen aufgefallen ist mit einer kurzen Rede oder mit einem Statement, was sie da unten gebracht hat. Sie hat gesagt, dass es jetzt nicht mehr der Kampf ist gegen den Klimawandel oder gegen Putin, sondern es ist der Kampf gegen Desinformation. Das ist sozusagen jetzt das Gebot der Stunde, was von dem jährlichen Treffen aus Davos ausgeht. Glaubt ihr, Frage an euch alle einfach, als Medienmacher, denkt ihr, dass die Algorithmen und die Tech-Konzerne noch mehr gegen freie Rede vorgehen werden? Bevor die Kollegen was sagen, ich will jetzt kurz noch eine Ergänzung machen. Das Weltwirtschaftsforum bringt zu Davos-Treffen immer so einen Weltrisikobericht raus, wo sie so sagen, was sind die Gründe, ne? Und von den vier oder drei Risiken, die sie benannt haben, war eines Desinformation. Das ist also für den WEF das zentrale Thema. Dass jetzt von der Leyen das angesprochen hat, heißt nichts anderes, als dass sie brav die Agenda umsetzt, die Klaus Schwab ins Klassenbuch geschrieben hat. Nur als Anmerkung. Ja, da habe ich noch eine Anmerkung. Das, was die da gesagt hat und gefordert hat, gibt es bereits als EU-Gesetz, ja, als von 2021. Da steht es bereits schwarz auf weiß, dass man zum Beispiel eben den, ja, ich weiß, alternative Medien wird dort nicht genannt, sondern da wird konkret Desinformation halt allgemein, da fällt ja alles im Prinzip Kritische drunter, ja, wenn du willst, dass das zum Beispiel finanziell trockengelegt wird, indem man dafür sorgt, dass dort keine Werbeeinnahmen mehr generiert werden können. Und jetzt hat sie in Davos ja mehr oder weniger dazu aufgefordert, dass sich die Konzerne dieser EU-Regelung quasi anschließen. Ja, die größten haben das wohl gemacht, 36 Konzerne Das haben ist, sich Frank, den. das ist nicht alt, das war der alte Kodex, ich glaube von 2018 schon, der war noch freiwillig, den haben sie inzwischen verpflichtend gemacht, dass also die ganzen Tech-Konzerne löschen müssen, was die EU Ja, als genau, unwahrscheinlich 21 war ansieht. das dann. Ja, aber der haben sie verschärft, der ist jetzt im August in verschärfter Form in Kraft getreten. Das ist ja auch der Grund, warum die EU plötzlich der Im Meinung ist, sie müssen August, ja. Twitter Ich glaube, da verbieten. haben sie uns komplett demonetarisiert überall. August 23? Also August 3, nicht ungefähr, ja. Also August es fällt 23. zeitlich zusammen. Vor ein paar Monaten. So, da haben sie nämlich, seitdem gehen sie gegen Twitter vor. Weil jetzt ist es nicht mehr ein freiwilliger Verhaltenskodex für die Tech-Konzerne, sondern jetzt ist es EU-Recht, dass die Tech-Konzerne alles, was die EU als unwahr ansieht, löschen müssen. Ja, also vor allen Dingen auch dieses Abheben auf die Wahrheit, dann sehen wir schon, wo es hingeht. Ja, das heißt also, Abheben auf die Wahrheit heißt im Klartext, es ist Ihre persönliche Wahrheit. Sie legen Hand an die Demokratie an, indem Sie anfangen zu zensieren. Anfangen ist Quatsch, also das machen Sie schon die ganze Zeit. Also wir sehen, wer hier die wahren Leute sind, die Demokratie demontieren. Das ist von der Leyen, ganz klarer Fall, als Frontfrau. Für die gesamte ja, Truppe, die da halt in der EU sitzt oder in Davos. Genau. Jetzt eine Ergänzung, habt ihr es mitbekommen? Es wird gerade diskutiert, dass von der Leyen eine zweite Amtszeit kriegt. Nein, echt? Ja, das ist jetzt, wird in Brüssel über die Korridore getragen, habe ich gestern Ohne. darüber geschrieben. Wir haben sie Also doch alle gestern gewählt. war Wart das ihr so. nicht bei der Wahl dabei? Wir haben Oh doch alle Mann. gewählt, dass von der Leyen jetzt eine weitere Amtszeit bekommt. Das ist doch Ja, die Wahl große steht noch Wahl an. Komm, gewesen, Moment, die Wahl steht noch europaweit. an. Alle haben sie gewählt, ne? Die Wahl Oder? steht noch an. Europawahl kommt. Und Aber sie ist gar was? nicht, aber sie tritt gar nicht an, der Spitzenkandidat. Und jetzt Genau. noch eine andere Anmerkung. Also nicht gewählte Leute kriegen eine zweite Amtszeit. Warum tun sie das? Weil sie genau das machen, was von hinten von Leuten, die man auch nicht wählen kann, die aber die Agenda bestimmen, was von denen gewollt ist. Das war eine böse Verschwörungstheorie. Das war, glaube ich, jemand, wie war das, der alte Gesundheitsminister, der das sagte? Die Leute, die sie wählen können, haben nichts zu sagen und die was zu sagen haben, Aber das dürfen war nicht wählen. Seehofer. Seehofer. Genau, Seehofer. Ja. richtig. Richtig. Ganz kurz, was wollte ich jetzt eben noch sagen? Der ist mir jetzt gerade einer weggeflogen, den ich. Also, richtig, ganz wichtig. Jetzt mal Hand aufs Herz und ehrlich. Wer von euch hat 1984 gelesen? Ich war 2 Jahre alt, ich habe da noch nicht gelesen. Nein, ich habe die Ich Synopsis habe ja, gelesen. ich habe das gelesen, tatsächlich, ja. Ich Das habe es Buch. nicht. Wobei das nicht mit dem Ja. Gelesen nur, also ne, also Richtig ausschnittsweise, das Buch gelesen. ich habe es nicht ja, komplett gelesen. ausschnittsweise, Nein, ganz. ganz hast du es gelesen. Ja, Ansonsten, ich habe kann ich allen zwei Filme durchgelesen habe. Ich komplett habe es gesehen, angefangen also, auf jeden Fall. pass auf. Also, Kann ich allen empfehlen. Ich habe es nämlich als Hörbuch mir angetan. Nebenbei, wenn ich unterwegs bin, kann ich sehr empfehlen, kriegst du auf YouTube als Hörbuch. Kannst du also umsonst anhören.
Zählt die Synopsis auch? Zählt die Zusammenfassung und die Quintessenz auch über viele Seiten oder muss man das Buch lesen? Ich würde das Buch mal lesen. Ich würde mal komplett lesen. Jetzt kommen wir zum Witz, darum frage ich, wer es gelesen hat. Habt ihr es mitbekommen? Ricarda Lang, unsere Ernährungsexpertin, hat doch allen Ernstes über Weihnachten 1984 gelesen und das allen empfohlen. Die Frau muss strohdoof sein. Also, das ist so denn die neue Krönung, so wie blöd kann man sein? Sie hat es auch nicht ironisch gemeint oder so, sondern. Nein, das hat sie ernst gemeint. Ich habe sie getwittert als Leseempfehlung. Und da habe ich auch noch gedacht. Da gibt es ein Video zu. Weil das ja auch das Framing ist, wenn jetzt die AfD und überall in Europa die bösen Rechtspopulisten an die Macht kommen, dann wird das so wie in dem Roman und davor muss man warnen. Nein, so hat es wahrscheinlich gemeint. Ihr kennt doch die drei Sätze aus dem. Aussage weiß ich nicht, ob die irgendwas meint. Die drei Sätze aus dem Film oder aus dem Buch. Krieg ist Frieden, Unwissenheit ist Stärke und das dritte, das fällt mir nie ein, gibt es die drei Punkte. Also die ersten zwei haben wir schon erfüllt. Joschka Fischer, gerade jetzt getötet, Krieg durch Frieden, Frieden durch Krieg, so rum, also in die Richtung ging gerade eine aktuelle Meldung. Und Unwissenheit ist Stärke, heißt auch, wenn du die ganzen Internetkampagnen anschaust seitens der Massenmedien, geht nicht auf Ken Jebsens Seite, nicht die Nachdenkseiten lesen, weißt du, so nach Motto, je weniger du von diesen bösen Inhalten weißt, desto besser ist es für dich. Also diesen Unwissenheit ist Stärke, das ist definitiv auch da dabei. Und wie heißt der? Freiheit ist Sklaverei. Genau. Und da könnte man bestimmt auch noch etwas finden als Beispiel für diesen Punkt. Oder findest du bei Schwab viel. Ja. Lies mal so Vierte Revolution, tolles Buch. Du wirst also nichts haben und glücklich sein. Es gibt ausnahmsweise von Arte eine gute Doku dazu, und zwar in dem Zusammenspiel von 1984 und Brave New World, also Schöne Neue Welt. Und wird sehr gut rausgearbeitet, wie das die einzelnen Autoren gesehen haben. Also Julian Huxley sieht das ja so als klickibunt die Welt, ne? Und wir werden also dazu genatscht, dass wir dahin wollen und das ist alles wunderschön, aber der Hintergrund ist halt düster. Und bei Orwell ist es ja so, dass das right in your face ist. Also das ist direkt in dein Gesicht, du hast den Stiefel im Nacken. So hat er sich das vorgestellt. Und was wir sehen, ist in Realität eine Mischung daraus. Ja, also wir haben halt diese Clicky-Bundi-Welt, jeder kann sich seine Videos angucken und sich damit ablenken. Katzenvideos. Ja, zum Beispiel. Ja, und in Wirklichkeit wird halt diese Agenda durchgezogen. Und dass natürlich jetzt die Ricarda Lang das nicht ganz kapiert hat, das kann ich mir gut vorstellen. Die hat sich ja auch. Kommt den Bezug nicht hin. Ne? Fürchterlich blamiert also, bei dem Auftritt neulich bei Lanz. Das ging ja auch durch alle Gazetten, dass sie da mehr oder weniger wenig Ahnung hat von dem normalen Leben. Also auf die Frage der Durchschnittsrente konnte sie nicht wirklich antworten. 2000 Euro, super. 2000 Euro hat der. Wechselt. In Österreich ist das so, bei uns nicht. Das haben sogar die russischen Medien gebracht. Ja, also insgesamt so diese. Und interessant war, einer der Teilnehmer in dieser Diskussionsrunde, nicht Lanz selber, hat ihr dann vorgeworfen, immer wenn es darum geht, wenn ihr konkrete Fragen gestellt werden, wird sie emotional, ausflüchtig und wenig konkret. Also nein, das doch. Das ist so diese Argumentationslinie der Grünen, dass es dann immer auf den moralischen Impetus hinausgeht, ja, und nicht hier so konkrete Zahlen, Daten, Fakten, sondern einfach immer nur so, ja, und das Große und Ganze und wenn wir jetzt nicht gegen Putin... Ihr Job als Politikerin, so. Damit also, macht es gut. Dominik Görlitz zu zitieren, für das ZDF würde ich auch noch Gebühren bezahlen. Zahlen, Daten, Fakten, ZDF. Aber das ist der Punkt. Das heißt, also das ist das, was ich meinte. Es ist eine Bildungsmisere. Das haben meine Kollegen und ich in den letzten 10, 20, 30 Jahren verbockt. Also, oder die Schule im Allgemeinen. Das heißt, keine Schuld. Ja, natürlich. Fiedler war's. Ich bin schuld, ganz klarer Fall. Die Schüler werden nicht zum selbstständigen Denken angeregt, und das ist genau das, was am Ende dabei rauskommt. Und das kann man in Schulliteratur wirklich nachweisen. Ich hatte jetzt einen dritten Artikel, ihr wisst, dass ich was zur Indoktrination mal geschrieben habe. Ich habe einen dritten Artikel zur Indoktrination geschrieben, das betraf nicht mein Themenfeld, sondern es war ein Kollege, der mir das angetragen hat. Er hat ein Buch geschrieben darüber, er ist selber Geschichtslehrer. Und wenn ihr euch das anguckt, dann stehen euch die Haare zu Berge. Weil also diese drei Beispiele, die ich da gefunden habe, sind nichts im Vergleich zu dem, was sich da in dem Feld Geschichte auftut.
Ja. Also es ist unglaublich, was da an Halbwahrheiten und an kompletten Verdrehungen an die Schüler transportiert wird. Und es ist wirklich so, dass die Aufgabenstellung nicht darauf hinauslaufen, dass ein Schüler darüber nachdenkt, was ist da eigentlich im Text drin, sondern die Aufgabenstellung, es ist schon betreutes Denken schon in der Aufgabenstellung drin. Das ist unglaublich. Ja, sehe ich absolut genauso. Markus, dazu... Ja, also, nee, bitte, Thomas, komm. Markus, dazu würde ich gerne mit dir mal off-cam reden, weil... Mach mal gerade nebenbei einen Kaffee. Ich gewöhne mich noch an mein neues Büro hier. Darüber würde ich gerne mal off-cam mit dir reden, weil ich hätte gerne Material dazu. Also mich würde auch gerne mal interessieren, ich würde gerne mal sehen, deutsche Geschichtsbücher jetzt 20. Jahrhundert, wie wird es dargestellt? Also wenn mir das mal irgendwer elektronisch schicken kann. Ich würde mir gerne mal die deutschen Geschichtsbücher angucken, 20. Jahrhundert und auch eben die Aufgabenstellung, weil ich kann mich ja noch erinnern, ich habe mit Adina Lipp vor einiger Zeit länger gesprochen. Ist ein anderes Projekt, aber egal. Und da sind wir drauf gekommen. Sie hat ja Umwelttechnik studiert und hat also auch Abi gemacht und ganz brav. Und da hat sie ihre ganzen alten Unterlagen gefunden. Zum Beispiel in der Abi-Geschichtsprüfung mussten sie darstellen, das Wirtschaftssystem der USA. Ne? Also finde den Fehler. Es ging nicht um Deutschland, es ging um das, also Kolonialmacht, so wie die Inder lernen mussten im 19. Jahrhundert, wie funktioniert London. Und auch bei ihrem Studium, sagt sie, das war reine Indoktrination. Also der erste Teil, das Bachelorstudium, das war noch ganz gut. Da gab es also viel Informationen, Bio, Physik und so weiter. Aber dann im zweiten Teil beim Master, sagt sie, da war nichts mehr. Da waren nur noch Parolen unterwegs. Ja, genau. Also das würde ich gerne mit dir, gerne die nächsten Tage mal aufkämmen, weil da würde ich gerne mal ausführlich drüber schreiben, können wir auch zusammen ein Projekt machen. Ich würde das gerne mal aufzeigen, wie sich auch die Schule geändert hat. Weil also meine These ist, dass sie ganz konkret, das ist ja, ne, die alten Männer sagen das ja immer, dass das heute früher alles besser war, aber ich würde gerne mal wirklich anhand von Vergleichen darstellen, wie war der Inhalt der Schulbücher früher und die Aufgaben, wie ist es heute. Das würde ich gerne mal vergleichen, um aufzuzeigen, PISA ist kein Zufall und die Dummheit ist auch, dass mir ein Freund mit dem Edeka-Laden sagt, er findet keine Azubis für einen Einzelhandelskaufmann, weil die nicht mal mehr dazu in der Lage sind, wenn sie aus der Schule kommen. Ja, das hat einen Grund. Das würde ich gerne mal beleuchten. Ja, also es gibt einen ganz konkreten Fall, der jetzt auch in den Nachrichten ist. Ihr erinnert euch daran, ist ja gerade durch den Bürgermeister in Dresden das Gedenkmal oder die Gedenkschrift ausgefräst worden am alten zum Thema Markt, Bombenangriffe. In der Geschichtsliteratur von, sagen wir mal, 80er, 90er Jahren war es so, es gibt zwei Punkte zum Dritten Reich. Das eine ist Deutschland als Angreifer, als Ausgangspunkt von Zerstörung und von Verfolgung und von Massenmorden. Das ist der eine Punkt. Und das andere war, die Deutschen als Opfer des Krieges, nämlich als Verfolgte, als Flüchtlinge, also die aus dem Osten in den Westen flüchten mussten, aus den also Schlesien, Pommern und so weiter. Und die Angriffe zum Beispiel auf Dresden wurden ganz klar als Kriegsverbrechen benannt. Das ist jetzt nicht mehr so. Und das kann ich erklären. Was ich schlimm finde übrigens, dieses neue Portal NIOS, das hat es einer über die Rampe getragen, das finden die auch noch gut. Die heißen die Bombenangriffe von dem Kriegsverbrecher Bomber Harris. Sir Arthur Trevor Harris heißt er, glaube ich, der Typ, ne? Der das schon in Afghanistan vorgeprobt hat, wie man Städte quasi komplett plattbombt. Das heißen die gut, dass eine ganze Stadt, wo es keine militärischen Ziele gab, dass die plattgebombt wird, um das Rückgrat der Deutschen zu brechen. Ich gebe es jetzt sinngemäß wieder, aber ich glaube, das war da mit drin. Also ein Unding, dass man halt es gut findet, dass Zivilisten ermordet werden durch Flächenbombardements und dann auch noch die Zahlen runterrechnet. Also ich sage mal ganz salopp, also das Rote Kreuz, das Internationale Rote Kreuz hat ja angegeben, glaube ich, 250.000 Tote für Dresden und die zwei Wellen waren ja mehrere Wellen, die darüber gelaufen sind. Zwei Tage sind reingekommen. Genau. Und 250.000 Tote wurden da angegeben und das haben sie jetzt runtergerechnet auf 25.000 Tote. Das wurde ja immer weniger über die Zeit. Ich sage, wenn die so weitermachen, dann haben wir bald einen Geburtenboom, ne? Also während der Bomberangriffe da. Ja,
Also, aber das, was du erzählt hast mit der Berichterstattung, das kann ich erklären. Da habe ich mich jetzt öfter reingeguckt. Ich bin ja öfter auch auf russischen Konferenzen hier. Also die Russen machen ja auch viele Konferenzen über Geschichtsrevision, die im Westen stattfinden. Also das, was du gerade erzählst. Und darum habe ich da mal wieder reingeguckt, weil ich dazu Vorträge gehalten habe. Und der Punkt ist, und das weiß ich jetzt noch, ich bin ja der alte Sack hier in der Runde. Ne? Ich bin ja der Typ, der Anfang der 80er schon seinen Opa noch fragen konnte. Also als ich Opa besucht habe, wenn ich 12, 13 war, dann habe ich aber bei ihm im Zimmer gepennt und der arme Kerl durfte bis 3 Uhr nachts nicht schlafen, weil ich wollte vom Krieg hören. Der hat mir so also ganz, ganz viel erzählt. Ich kenne die ganze Geschichte dazu, was er so erlebt hat und so weiter. Und da ist mir eben sehr präsent aus diesen Gesprächen, damals gab es die Augenzeugen. Den Schwachsinn, den sie heute uns in Dokus und Geschichtsbücher erzählen, hättest du damals nicht machen können, weil es damals die Augenzeugen gab. Und du Genau. kannst beobachten, in dem Maße, wie die Zeitzeugen weggestorben sind, haben sie angefangen, die Geschichte umzuschreiben. Genau. Also ganz, ganz, das ist wirklich, also richtig, also der geplante geht nicht. Und es ist vor allem eine Fraktion der Antideutschen, die da ganz mit vorne dabei ist. Namentlich möchte ich da mal diesen Herrn erwähnen, und zwar ist es der Gründer des Korrektivnetzwerks, David Schraven. Der hat nämlich als auch Kopf der Ruhrbarone hat er nämlich insgesamt 2018 eine Grafik gepostet mit den Tageshöchsttemperaturen im Dresden im Februar 45. Und zwar ist das Und halt was hat er geschrieben? so eine Grafik mehr oder weniger, wo halt die normalen Temperaturen dran sind, 4 Grad, 5 Grad, 10 Grad oder so. Und bei den vom 13., 14., 15. Februar ist eine Grafik, die geht dann auf 900 Grad hoch. So nach dem Motto, in eine witzige Statistik verpasst, also eine interessante Statistik ist neben hingeschrieben worden. Man macht quasi einen üblen Witz auf Kosten von Zehntausenden, wenn nicht Hunderttausenden Brandopfern. Und das ist der Gründer von Korrektiv, der auch bei den Ruhrbaronen eben einer der ganz Hardcore-Antideutschen ist. Also Ja, bei und er hat noch Freunden. dazu geschrieben, können wir nicht vernünftig darstellen, weil Hochformat nicht geht, Ja. in dem Sinne. Ne? Das ist Genau. das, was man noch drunter. Und man beachte bitte Korrektiv, das hat er nicht gegründet, ne? Der wurde eingesetzt. Also Korrektiv ist gegründet von Brost hießen die, glaube ich, ne? Brost, also ein Medienkonzern. Das heißt also Korrektiv, dass die Medien korrigieren und kontrollieren sollen, wird gegründet und finanziert und auch besetzt von den Medien. Er Also ganz wichtig, gegründet ne? Und wurde Kuratieren. Korrektiv von David Schraven. Er leitete zuvor das Rechercheressort der Funke Mediengruppe. Von der Brost Stiftung erhielt er für sein Genau, Korrektivvorhaben Brost Stiftung. eine Er kam nicht von Brost. Anschubfinanzierung, Brost hat das. aber in Höhe Nein, von 3 David. Millionen. Ja. Robert, Brost hat das Geld gegeben und ihn eingesetzt. Ah ja, okay. Also, Ja, also ganz kurz okay, vorher, alles wo klar, kam's her? ja. Der kam nicht hin und sagt, ich mache heute mal, Okay. sondern Brost hat gesagt, ich habe hier ein paar Millionen und will, dass du so eine Showveranstaltung Okay, aufbaust. ganz richtig, so wird ein Schuh draus, aber er ist halt derjenige, der da leitend mit verantwortlich ist. Und da, wenn du so einen Typ hinsetzt, der überhaupt kein Problem damit hat, wenn so ein Verbrechen quasi einfach als Witz abgetan wird, dann kannst du doch davon ausgehen, dass sämtliche Berichterstattung auch in diese Richtung geht. Und da sind wir Ja. auch wieder bei der Wannsee-Konferenz 2.0. Diesen geistigen Müll, den die absondern, das kann man ja, das muss ja irgendwo da seinen Ursprung haben, oder? Ja, Also, und das natürlich. Und Schöne ist. deswegen, das ist ja die Aufgabe von Korrektiv. Deswegen werden die ja auch gefördert von allen, die davon profitieren, weil du kannst sie zitieren. Das ist quasi die Abteilung für die Drecksarbeit. Ja, da schickst du dann so jemanden wie Markus Benzmann in die Ukraine, um so eine MH17-Fake-Story zu machen. Ja, du benutzt das halt, um solche Recherchen zur Wannsee 2.0-Konferenz zu machen und so weiter, damit dann alle Medien darauf zurückgreifen können, sich selber aber unangreifbar machen, weil sie selber brauchen ja nicht mehr recherchieren, weil Korrektiv brauchen wir auch nicht mehr überprüfen, was die schreiben, hat Hand und Fuß. So, und Genau. werden von diesen Medien ja bezahlt, wo man denken möchte, ja, okay, das ist jetzt ein Korrektiv, um den Medien auf die Finger zu schauen. Und genau das ist es eben nicht. Ja, genau das ist es nicht, sondern die Faktenchecker kümmern sich ja ausschließlich um die Fakten derer, die was anderes erzählen als die großen Medien. Ja, das sind dann das, was kreuz und quer gefact-checkt wirst. Und wenn du suchst, findest du auch immer irgendwas. Und dann wird das wiederum den großen Medien zum Fraß vorgeworfen. Ja, macht mal draus. Und nichts anderes ist Korrektiv. Das ist die Abteilung, ja, das ist sozusagen die Medien-SS. Die machen die Drecksarbeit an der Front. Ja, sonst nichts.
Die müssen korrektur.org heißen. Den Text, den ich euch vorhin vorgelesen habe, war ja zu einer Aktion der Landesmedienanstalt gegen Apolut. Da waren zwei Artikel von mir und zwei Artikel von oder drei Artikel von Kollegen, die von Apolut gerügt wurden. Dafür musste Apolut mehrere tausend Euro Strafe bezahlen. Das hieß eine Verwaltungsgebühr. Ne? So viel zu 1984. Deswegen hatte ich auch 1984 im Titel drin. Ne? Das war genau mein Punkt. Und jetzt kommt noch in dem Schreiben von der Landesmedienanstalt von einer Kommunikationswissenschaftlerin, die irgendwie über Gender-Kram da geschrieben hat in ihrer Doktorarbeit, ja, wo man sagt, okay, die sagt mir als Biologen und Genetiker, sagt sie, naja, aber das haben sie jetzt ja wohl nicht richtig nachgeprüft. Also davon Genspritzen zu sprechen bei diesen Covid-19-Impfungen, das ist ja wohl nicht korrekt. Und von Genmanipulation, das haben sie wohl nicht richtig nachgeprüft. Da fehlt also ich hätte meine Sorgfaltspflicht vernachlässigt, ne? Also und Markus. In Zukunft habe ich eine gute, mal ganz kurz. Ja, warte, der Clou kommt ja noch. Und dann empfiehlt sie mir, ich solle doch mal bei Korrektiv nachgucken, als Quelle. Markus, und den Kollegen, die was über Geschichte geschrieben haben, die auch, das waren also auch gestandene Kollegen, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, wer das war, aber sozusagen die Creme de la Creme, die bei Apolut schreibt, ja, und die auch Ahnung von Geschichte haben, den schlägt sie vor, in der Wikipedia nachzugucken. Ja, Markus, jetzt gebt ihr doch die Empfehlung, wenn ihr da diskutiert. Ich empfehle in solchen Fällen den Jahresbericht der Firma BioNTech von 2019, unterschrieben im März 2020, wo nämlich drin steht, dass die mRNA-Technologie eine Gentherapie ist. Ich spreche ja nicht von Gentherapie, weil Therapie würde ja bedeuten, dass du einen kranken Mensch zu einem gesunden Menschen machst. Nein, Therapie ist erstmal nur eine Beeinflussung. Ja, aber definitiv. Ne? Also es ist ein Eingriff in die Therapie ist ein Eingriff in die Genetik. Eingriff, genau. Und ich sage, es ist eine Genmanipulation. Ja, ist es und, ja. Der Punkt ist, das, was ich gesagt habe, das habe ich ja auch gebracht. Ich begründe das auch noch mit dem Gesetz. Es gibt ein Gentechnikgesetz. Das ist ein Gensicherheitsgesetz. Und da ist ich weiß es auswendig, in Paragraph 3 und Paragraph 3a, im Absatz 3 steht es drin, da kann man sehen, was sind denn Genmanipulationstechniken. Und da steht ganz eindeutig drin, sie müssen nur eine beliebige Nukleinsäure in die Zelle einschleusen. So, und es geht nicht darum, ob die in den Zellkern ist oder sonst wo, es muss nur in die Zelle reinkommen, durch ein künstliches Verfahren. Vielen Dank, fertig, Punkt aus. Markus. Wenn Sie mal Ihre eigenen Gesetze lesen würden, dann wüssten Sie Bescheid. Nein, das Gesetz hilft dir nicht weiter, weil dann würde sie antworten, ja, aber es gibt ja eine europäische Regelung, die sagt, bei Impfung gilt das nicht. Die EU hat das nämlich geregelt, hat gesagt, ja, diese mRNA-Technik ist natürlich eine Genmanipulation, aber nicht, wenn es um Impfung geht. Thomas, das haben die explizit ausgenommen. Glaubst du, dass bei diesem Bereich ich nicht vernünftig recherchiert habe? Ja. Das habe ich sogar auch noch drin. Ich weiß. Denn nämlich die Urfassung des Textes, nach dem, ja, was ich auch gesagt habe. Markus. Ja, warte doch mal. Frank, wie ist, ja, was machst Markus, du heute noch so, Frank? Der Punkt ist ja folgender, was ich sagen will, ist, ein Gesetz ist in diesem Fall keine Quelle. Weil ich kann per Parlamentsmehrheit in ein Gesetz reinschreiben, was ich will. Aber wenn ich denen erkläre, nicht das Gesetz, sondern der Hersteller BioNTech selber sagt es. Also ich glaube, originaler Quelle geht nicht. Das wollte ich damit sagen. Ja, also das, was ich damit gesagt habe, ich halte mich an die Definition des Bundestages. Ja, das ist ja genau der Punkt. Das heißt, das ist ja schlecht, wenn der Bundestag grün dominiert ist. Dann interessiert den Recht und Gesetz, bitteschön. Ja. So, Markus, ich will das auch vollständig machen. Ich habe sogar erwähnt, genau das, was Thomas gerade sagte, im Jahr 2004 geändert wurde im Gesetz. Das heißt, da steht es nämlich nicht drin, im Sinne, also eine Genmanipulation ist, ne, so, sondern steht drin, eine Genmanipulation ist, Komma, mit Ausnahme des Menschen, Komma, und dann geht's weiter. Das haben sie ab 2004 reingeschrieben. Okay, das heißt, folgender Vorschlag. Wenn das nicht so wäre, müssten jetzt alle Leute, die jetzt sie sich da was von BioNTech abgeholt haben, die müssten jetzt mit einem Biohazard-Symbol rauslaufen und es müsste die zuständige Bundesbehörde ihr okay geben, dass dieser Organismus, der jetzt ja transgen ist, dass der in Umlauf gebracht werden darf. Das heißt, alle Leute, die aus dem Haus gehen, müssten zuerst bei der zuständigen Bundesbehörde anrufen. Und genau das ist der Passus, den sie rausgenommen haben, weil sie schon 2004 wussten, dass sowas in der Pipeline ist. Und so läuft das bei uns in der Bundesbehörde.
Kurze Anmerkung, dass das Thema damit rund macht. Ist ein vollkommen souveräner Staat, der hat also. Markus, kurze Anmerkung: Die Russen, also jetzt lass das Thema wechseln, jetzt, wir gehen da wieder viel zu sehr ins Detail. Genau. Die Russen haben gerade wieder rausgehauen, eine Veröffentlichung über Biowaffen in der Ukraine und was sonst wo, also US-Biowaffenprogramme. Und da haben die Russen doch geschrieben, tatsächlich gesagt: Pfizer und Co. haben einen für die. Also erstmal haben sie gesagt, ne, sie waren an der Verbreitung der Pandemie beteiligt und sie haben gesagt, sie haben ein für den Menschen gefährliches Medikament massenhaft im Block. Die bösen Russen. So, lassen wir mal das Thema wechseln. Danke für das Stichwort Ukraine. Da muss ich dir doch gleich noch eine Brücke bauen oder vielmehr eine Frage stellen. Und zwar wurde uns gemeldet, dass der amerikanische Verteidigungsminister mal kurz eben ins Krankenhaus musste. Wegen Krankheit, wegen schlimmer Krankheit. Und jetzt kam gerade auch noch die Audiodatei in den Umlauf, wo also der Notruf gemeldet wurde, dass derjenige, der für Lloyd Austin den Notruf gewählt hatte, bei der Leitstelle gefragt hat, könnt ihr auch ohne Sirene und Blinklicht ankommen? Wir würden es gerne ein bisschen weniger auffällig machen. Ja? Kannst du uns kurz mal mitnehmen, was da der Stand war? Weil der hat ja Prostatakrebs, wie es rausgekommen ist, und war wohl offensichtlich notarztmäßig versorgt worden in dem Moment. Ja. Ja, der hatte eine Operation, ich glaube, am 23. Dezember, die er nicht. Ganz kurz, bevor er einsteigt, ich möchte mich verabschieden. Ich muss leider rüber. Alles klar. Markus, dann lass uns mit dem Thomas das noch fertig machen. Markus, vielen Dank, dass du dabei warst heute. Gib mir 2 Sekunden, das Bild umzuschalten. Wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn du wieder mit Markus, da bist. Melde dich bitte auch gerne bei mir. Ich möchte das Thema mit den. Ja, klar. Aber ich habe momentan Wasser im Keller, ne? Ich habe Wasser im Turnschuh. Ich muss auch was tun heute noch. Ja, du kannst ja da unten mit Google-Stiefel oben im Telefon. Also ruf mich nachher mal an. Ciao, ciao. Alles Gute, Markus. Danke. Ciao. Danke, Markus. Ciao. Danke euch. Vielen Dank. So, und dann sind wir wieder zu dritt. Also Thomas, nochmal kurz der Hinweis oder die Frage nach Lloyd Austin. Hat irgendwie gar keiner mitgekriegt, dass der so lang fahnenflüchtig war schon fast. Ja gut, also die Geschichte ist ja, die hat sich heimlich, hat es nicht gemeldet, operieren lassen. Ich glaube, am 23. Dezember war jetzt, ich glaube, eine relativ routinemäßige Operation. In einigen Fällen gibt es Komplikationen. Und die hatte er, schwere Komplikationen. Und deshalb hat er sich dann irgendwie eine Woche später oder was einliefern lassen mit Notarzt. Das auch geheim gehalten. Und das ist jetzt in den USA natürlich ein Riesenskandal. Das Land führt Krieg an allen Ecken der Welt und der Chef ist irgendwie nicht da. Und keiner weiß es. Und keiner weiß, er hat es auch nicht gesagt. Genau, er hält es geheim. Nicht mal das Weiße Haus wusste das. Die Russen haben dann angefangen zu fragen, was ist eigentlich mit den Atomwaffen überhaupt? Und wer hat denn da jetzt den Finger drauf gehabt in der Zeit? Im Verteidigungsministerium. Und so weiter. Also es ist eine Geschichte, die eigentlich ziemlich skandalös ist. Aber die im Westen klein gehalten wird und in den USA, die Republikaner schimpfen natürlich, aber irgendwie hat es keine Konsequenzen. Und das Weiße Haus, nicht, das zeigt mir, was ein Herr Biden zu sagen hat, das Weiße Haus hat auch nichts zu meckern. Also man stelle sich mal vor, da wäre jetzt ein richtiger Präsident, der sich darauf verlässt, dass sein Pentagon-Chef die Kriege in der Hand hat. Und dann stellt sich raus, der Pentagon-Chef liegt im Krankenhaus und spielt am Computer. Blöd. Also irgendwie ist es eine dumme Geschichte, aber gut. Sie zeigt einmal mehr, dass die Leute, die in den USA oder im Westen generell die sichtbaren Posten besetzen, anscheinend nicht die sind, die wirklich was zu sagen haben. Weil wer wirklich was zu sagen hat, kann sich nicht unangemeldet verabschieden. Es ist wohl auch ein Zeichen des internen Machtkampfes, dass er seine Abwesenheit geheim halten wollte. Wir wissen ja, das ist ein Haifischbecken, so ein politisches Podium in dieser Höhe. Sobald er sich als krank äußert, wird natürlich geguckt und an seinem Stuhl gesägt. Das ist natürlich schon auch krass. Aber wenn. Ja gut, in den USA geht alles. Der Verkehrsminister hat doch im Zuge der Covid-Krise, als da alles mit den Logistikketten im Arsch war, hat der sich doch erstmal in Vaterschaftsurlaub abgemeldet. Ja, und wir wissen ja auch noch, der Verantwortliche für die Atomwaffen, wie der drauf war, kannst du dich erinnern. Der Typ, der diese. Nicht Atomwaffen, Atommüll, glaube ich. Atommüll, diese Transperson, der Sam Brinton oder wie der hieß, ja. Also, der ist ja gefeuert worden, weil er Koffer klaut. Er hat Koffer mit Frauenkleidung geklaut und sein Fetisch damit auf. Platz vom Gepäckband, auf die muss man auch erstmal kommen. Ja, und dann verwechselt. Also, egal, es gibt genügend schräge Vögel. Frank, hattest du gerade noch einen Gedanken zu Lloyd Austin? Ich wollte dich jetzt nicht abschneiden. Gut, dann gib mir, dann ich bin gerade schon im Tacheles-Modus wieder. Lasst uns tot quatschen. Nein, wir gehen ja schon Richtung Endziel hin, Richtung Endlinie von unserer Sendung heute.
Pass auf, was du sagst. Ja, das ist, mir ist es aufgefallen, als es rausgeploppt ist, ist mir aufgefallen, dass das Wort schon irgendwie ein bisschen seltsam klingt. Also Ziellinie wollte ich sagen, genau. Zielgerade, genau. Zielgerade, das ist das Wort, was rauskommt. Thomas, die Konflikte sind eingefroren, oder auch wenn es jeden Tag richtig scheppert an der Konfliktlinie Russland-Ukraine mit 1000 Toten allein auf ukrainischer Seite jeden Tag, es geht nicht so richtig hin und her. Keiner weiß, wo es hingeht. Was ist denn da jetzt gerade Stand der Dinge? Vor allem Zelensky war in Davos wieder und hat wieder getrommelt, bitte, bitte unterstützt mich. Auch in unseren Medien wird hier quasi der Überfall von Russland Richtung Berlin schon herbeifabuliert. Was sind da die aktuellen Entwicklungen bezüglich des Konflikts? Eingefroren ist da gar nichts. Die Russen machen noch immer das, was sie im Grunde seit einem Jahr machen. Sie halten ihre Front defensiv, aber testen aus. Also sie gehen hier und da nach vorne, sie testen aus, wo haben die Ukrainer Schwächen. Ich sage es immer wieder, ich sitze nicht im Verteidigungsministerium. Ich weiß ja nicht, was die da planen. Aber ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr eine russische Offensive sehen werden. Die Ukrainer sind platt. Also wenn die ukrainischen Meldungen anguckt, jeden Tag zig Meldungen darüber, dass sie kein Personal mehr haben. Also Soldatenmangel. Jeden Tag Meldungen darüber, das heißt dann übersetzt wörtlich Munitionshunger. Sie hungern, was Munition angeht. Sie haben keine Granaten mehr. Die USA liefern nicht mehr, Europa liefert nicht wirklich. Also die Ukraine hat weder Waffen noch Soldaten. So. Und sie haben ja anscheinend auch, wo sie mal jetzt 500.000 Mann mobilisieren. Wie sie das hinkriegen wollen, ist für mich eine große Frage. Also sie werden sicherlich brutaler werden, als sie schon waren. Der lettische Abgeordnete hatte da eine gute Idee. Zurückdeportieren, ja. Dass man die alle... Das sind aber andere in Lettland, der Meinung, das ist juristisch nicht so einfach. Da haben die auch ein paar Probleme. Also... Weil es gibt ja dieses Asylrecht, das auch internationales Recht ist, was sie sich alle irgendwie in die Gesetze geschrieben haben, ist, du kannst keinen dahin schicken, wo ihm Lebensgefahr droht. So, das Problem haben sie jetzt alle in Europa, die würden die am liebsten alle gerne sofort zurückschicken. Nur es geht nicht, weil da müssten sie ganz schön viele Gesetze ändern und dann wird es auch Theater geben. Aber gut, theoretisch würde das was bringen, wenn die jetzt mal die juristischen Hürden überwinden könnten und würden 300.000, 400.000 Männer wieder in die Ukraine schicken, würde das am Verlauf noch was ändern? Nein, es wären 300.000, 400.000 Tote. Du müsstest die ausbilden, also die Ukraine, inzwischen wird in der Ukraine im Parlament, also auch nicht wieder irgendwelche böse russische Propaganda, im Parlament wurde schon gesagt, dass es ein Skandal ist, dass sie die ganzen Leute, die sie von der Straße gewaltsam wegholen, die dürfen zweimal Schießübungen machen und gehen an die Front. Die werden gar nicht ausgebildet. Das ist völlig sinnfrei. Ja, also wenn sie Leute wenigstens ein halbes Jahr vernünftig vorbereiten würden. Aber das können sie ja nicht, weil sie auch die Zeit nicht haben, weil überall drückt. Das heißt, alles, was du da hinschickst an die Front, ist Kanonenfutter. So, Punkt. Also das ist der Punkt. Und das bringt alles nichts außer Tote. Es bringt nichts mehr außer Tote. Und im Grunde können die Russen entscheiden, wann sie vorgehen. Ja, da sind Minenfelder, ja, die stören. Wird nicht ganz einfach, dass die Verteidigungsstellung zu übergehen. Alles gut, aber die Ukraine ist platt. Munition und Leute null. Und jetzt sollen irgendwelche F-16 kommen, die Russen dann auch abschießen. Was bringt's? Also, wie gesagt, die Ukrainer können Nadelstiche machen. Sie können Belgorod beschießen, was sie machen. Sie können mal eine Storm Shadow Marschflugkörper auf die Krim schießen. Können sie alles machen. Sie können auch noch mal ein russisches Schiff versenken. Alles können sie alles machen. Aber es ist ja nicht kriegsentscheidend. Habt ihr das mit der Bundestagsabstimmung, mit der Entschließungsabstimmung? Taurus. Taurus. Die Taurus, genau. Was ich da ja interessant fand, ist, dass die Strack-Zimmermann und auch der Hofreiter dafür Nein gestimmt haben. Ne? Einfach nur, weil der Entschließungsantrag von der CDU kam. Das ja, ist ja auch die haben das irgendwie, die CDU hat das verbunden. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Also irgendein Bericht des Werbeauftragten hat die CDU damit verbunden. Also das war von der CDU ein politischer Taschenspielertrick. Und da musste die Koalition sagen, nee, so geht es nicht. Aber das ist ja deutsche Politik. Es geht nicht, oder westliche Politik gerne, es geht nicht um die Sache, es geht nur um Spielchen. Also wenn jetzt die AfD gesagt hätte, wir müssen Taurus-Waffen in die Ukraine liefern, hätte die Strazi dann auch gesagt, nö, oder? Natürlich. Ja. Eigentlich braucht der AfD ja immer nur das fordern, was sie nicht wollen. Ja. Kann das denen mal jemand denen sagen, dass das vielleicht die Methode wäre dann in Zukunft, dass sie mit ihren eigenen Maßstäben aushebeln? Gute Idee eigentlich, ja. Also mehr Geld für den Kampf gegen Klimawandel, mehr Geld für Kampf gegen Rechts, ja, das sollte die AfD fordern.
Ja, geil. Stimmt. Die AfD könnte sich eigentlich alle Nasen durchs Parlament ziehen. Ja, ja. Oder am besten die AfD stellt den Verbotsantrag selbst. Okay. Das wär nicht mal dumm. Wir hatten so einen Präzedenzfall. Also das heißt, jetzt die AfD stellt den Antrag und sagt, pass auf, wir wollen, dass ihr uns prüft, sind wir so böse, dass wir verboten werden müssen. Könnte ja. Sie machen. Wir hatten die Präzedenzfall 1982, wurde danach vom Verfassungsgericht böse gerügt, ist aber damals durchgekommen. Wir erinnern uns, Machtwechsel, Schmidt geht, Kohl kommt. Kohl wollte unbedingt, dass dieser Regierungswechsel mit einer Wahl legitimiert wird. So, daraufhin stellt Kohl einen Misstrauensantrag gegen sich selbst und seine eigenen Leute stimmen gegen ihn, damit der Bundestag aufgelöst werden kann. Also es war auch ein klassischer Trick, wo das Verfassungsgericht hinterher gesagt hat, das geht eigentlich nicht. Aber von daher, es gibt einen Fall, die AfD könnte also durchaus die Überprüfung ihrer eigenen Verfassungsmäßigkeit vor dem Bundesverfassungsgericht fordern. Das wäre ein Spaß. Wir dürfen auf jeden Fall sehr gespannt sein, wo das in naher Zukunft und in diesem noch so jungen Jahr alles so hinläuft. Nächste Woche seid ihr beide wieder dran mit Tacheles am kommenden Freitag. Oder? Ja, oder? Nächste Woche ist Tacheles-Woche. Schon wieder. Schon wieder, ja, wie die Zeit verrennt. Und wieder geht's voran, ja, das ist unglaublich. Und, ja, darauf sei auf jeden Fall hingewiesen. Ansonsten haben wir noch was, oder? Ja, was, Homeoffice 2.0. Benzinstand, Robert. Wir können langsam in den Endanflug übergehen und ja, unseren neuen Look und so, das werden wir dann alles in der nahen Zukunft noch richtig schön hinkriegen. Habt ihr jetzt genug erzählt über das neue Konzept von der Sendung? Was ich jetzt gerne Nö, eigentlich noch gar nichts. Ja. Bekommt man ja mit. Wir feilen noch ein bisschen an den Grafiken. So, wir spielen da noch ein bisschen rum. Da wird sich bestimmt noch das eine oder andere ändern. Aber vielleicht auch nicht. Können sich die Zuschauer ja gerne mal in den Kommentaren lobend oder kritisch äußern, ja, was den neuen Look betrifft. Ja, und ansonsten ist dazu, glaube ich, schon viel gesagt worden. Ja. Die meisten wissen, dass wir jetzt auf einem neuen Kanal sind. Zumindest die uns. Wer es nicht weiß, hört es jetzt auch nicht. Eben. Super. Also, ja, Robert. Für den Moment dann einfach danke euch beiden und dass wir den Start auf dem neuen Kanal ebenso gemacht haben. Danke, dass du mal wieder mit dabei warst, Thomas. Ich freue mich auf nächste Woche. Da gibt es wieder bestimmt einiges zu berichten. Vielleicht schaffen wir es ja, mal in der Zeit zu bleiben. Wer weiß. In welcher Zeit? Haben wir ein Zeitprogramm? Ja, nein, nicht. Ja, mindestens aber 3 Stunden. Ja. Unter 3 Stunden. Unter 3 Stunden ist nichts. In diesem Sinn, ich wünsche euch ein schönes Restwochenende. Viele Grüße in den knackigen Winter nach St. Petersburg. Oh, hier ist Schnee, Alter, hier ist Schnee. Ich habe ein Video gesehen aus, keine Ahnung, Kirkutsk, Murmansk, minus 52 Grad, wo einer Seifenblasen rausbläst und die quasi schon beim Rausgehen zerfriert und langsam nach unten sinkt. Also das ist ja, das ist ja kurz, das ist Kältepol, da will ich nochmal hin, aber das ist teuer. Das ist unglaublich teuer, da hinzufahren. Ich würde das gerne mal erleben. Ja, also minus 52 Grad, kannst dann erzählen, wie es war. Nimm eine lange Buchse mit. Und nein. Da gibt es musst du Spezialkleidung, also wir haben vor, vielleicht mal was zu machen, aber das ist schweineteuer. Also mit Spiegel TV sind wir überlegen. Aber das ist schweineteuer. Ja, das ist ja wie Antarktis. Ne? Da musst du Spezialkleidung haben und so. Klar. Geile Idee. Antarktis hat auch minus 40, 50 Grad. Da bist du im gleichen. Ja. Nee, ja, kurz, das Kältepol. Da kannst du auch über 60 kriegen. Nee. Tu ich mir nicht an. Ich schmeiß die Sauna an demnächst. Also. Ja, also dieses Gehirn ist was Interessantes. Mir ist bestimmt gerade 15, 20 Grad kälter geworden irgendwie. Ne? Alleine nur so die Vorstellung. Nein, du musst, also hier ist jetzt, wenn ich jetzt rausgucke, wir haben vielleicht so Gänsehaut irgendwie so. Ein geiler Winter, herrlich. Ich habe einen Film gesehen von Reinhold Messner und Arvid Fuchs. Das sind zwei Polarforscher. Messner kennt man ja, die waren in der Arktis unterwegs und dann hat er so gesagt, so im Off-Text, im Zelt am Abend, und der Gaskocher hat das Zelt auf mollige Grad, 5 Grad minus erhitzt. Und dann dachte ich mir, mollige 5 Grad minus, das passt nicht zusammen. Also in diesem Sinne. Wer noch nicht bei minus 20 Grad geschlafen hat, hat die Welt nicht gesehen. Ich war mal irgendwann auf dem Land, da hatten wir das Haus nicht angeheizt und kriegt einmal bei minus 20 Grad geschlafen. Ist egal. Frank, jetzt weißt du, warum das immer so lang dauert bei Tacheles. Du kannst nie einen Punkt machen mit dem, gell? Also, wir sind raus. Liebe Grüße nach draußen. Bis zum nächsten Mal. Dienstagabend sind wir wieder live hier. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. An euch nochmal. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.